Marvo, dankeschön für den Prime dritten. Hallo? Hallo? Mir geht ja wieder die Post ab. Was geht ab? Yeah, yeah, yeah. Was machen? Der Frank kommt jetzt. Sitze. Warum? Quatschen. Er hat zwei Fragen. Hi. Ach, der Memo. Ah, der Jufko. Yeah. Yeah. Mach nochmal. Auf. Okay, tut mir leid. Lichtner? Jetzt mach Manu, wer sind Sie? Lichtner, FIB. Was? Lichtner was? Vom FAB. Lichtner? Ja. Was ist? Was wollen Sie? Hallo? Wer sind Sie denn? Ich bin der Curtis. Ach, es geht um Ihr Gewerbe bezüglich Steuern und so weiter. Hallo. Aber da werde ich mich morgen dann nochmal bei Ihnen melden, weil ich bin aktuell nicht mehr im Dienst. Gewerbe und Steuern? Hallo. Ja. Aber ich muss noch keine Steuern zahlen. Ja, ja aktuell noch nicht, aber dass wir Sie informieren, darum geht's. Okay. Lediglich nur eine Information. Aber da werden wir morgen einmal auf Sie zukommen. Oder entweder ein Kollege heute. Okay. Gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Okay. nein, egal. Was geht ab? Was geht bei dir? Hallo. Der Mann mit der eisernen Maske. Was? Der Mann mit der eisernen Maske. Was hast du? Willst du einen Orangensaft? Ich will Orangensaft. Ja. Ja. Hier hast du schon. Danke. Ja, okay, dann. Den trinke ich jetzt durch die Maske. Hier, da hast du noch einen. Trink noch einen. Durch die Maske. Hey Memo, ich habe mal eine Frage. Nein, ja? Wenn ich mit deinem Motorrad gefragt werde, bist du Memo? Und ich sage, nein, Memo ist mein Abi. Ist das nicht voll komisch? Ich bin ja älter als du. Ja, da stimmt was nicht. Ja, aber ich find's trotzdem geil. Jedes aber Mal Abi heißt doch nur Bruder. Echt? Heißt es Bruder? Großer Bruder. Ja, das sagt man zu Älteren, wollte ich gerade sagen. Was heißt kleiner Bruder? Ah, oh, Memo, was geht? Memo, was Bruder? Hm? Was läuft? Lange nicht gesehen, Alter. Ja, Mann. Bisschen auf ja, woran liegt das wohl, Jones? Woran hat's hier liegen? Ja. Sagt man sich. Ich hatte ein Problem. Ich hab David angerufen. Weißt du das noch? Warum ich angerufen hab? Ja, weil Johnny hat uns auch angerufen. Ach, ich wollte fragen, wenn ihr diese BOM-Typen seht, dass ihr uns Bescheid sagt. Ah, okay. Es lag aber mich an, keine Lust. Ey, Davis, was wolltest du ihn eben fragen? Ah, ja, genau, frag ihn das mal, du weißt. Warte, Telefon gleich. Was denn? Jack, braucht ihr für hier, irgendwas Morphine? Hier steht nur Vertrauen. So hallo? Hier ist Mila Morgen. Was kann ich für Sie Gutes tun? Bist du traurig? Nein, und du? Nö, wo bist du? Ich bin shoppen. Okay. Ja, wo bist du? Zu Hause. Zu Hause, okay. Hör mal, wer da hämmert. Ich höre niemanden hämmern, aber vielleicht ist auch die Musik hier zu laut. Okay. Ja. Bis gleich. Kommst du hierher? Na, der Kiesel ist hier. Kiez. Ah, oh. Ja. Da meldet sich wieder mein Allergie. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Komm mal, wir machen jetzt auch so eine Gruppe hier. Ja, drüben. Komm mal. Ja. Yo, oder? Du hast angerufen, was willst du? Ja, da waren so eine Schnösel da mit Anzug und Marke, Alter. Die haben nach dir gefragt, Mann. Ach so, ja, wegen meinem Gewerbe. Ja, wegen dem Gewerbe. Ich hab denen gesagt, ich weiß nicht, wer du bist, Mann, weil ich dachte, die, weiß nicht, fragen vielleicht blöd rum oder so. Okay. Aber nur damit du Bescheid weißt, Mann. Also, die sind hier gewesen und die waren am Würfelpack irgendwie auch, deswegen. Okay. Das ist komisch. Nur, dass du Bescheid weißt, Mann. Okay. Easy, danke. Mann. Kein Ding, Mann. Peace.
Tag. Tag auch. Hallo. Was geht ab, Minimi? Wenn, dann bist du meine Minimi, Junge. Nein, du bist mein Minimi. Halt die Klappe gezogen nach Minecraft. Was für Minecraft? Jetzt will ich gleich mal eine Diamantspitzhacke. Dann gibt es ein Brettchen. Dann hole ich halt den Schwert. Es gibt kein Schwert da. Natürlich. John, gibt's Schwerter? Ja. Scheiße. Hallo. Dann hol ich meine Knarre. Wenn du sagst, das gibt's ey, da wenn gar du sagst, nicht. Wir sollen Bescheid sagen wegen BOM, sowas in der Sache bei euch. Hallo. Ja. Stress? Die Kriminellen. Okay. Das höre ich ja nicht gerne. Warum haben wir Business mit denen? Nee, ich meine nur, keine Ahnung, du stehst hier warte, so, warte, lass mich kurz überlegen. Dann, dies, das. Die sind ja auf der Pilzroute. Ja. Und wir haben Pilze von United bekommen. Und die haben dem verboten, uns Pilze zu verkaufen. Dann haben wir die gesucht, dann haben die sich bei euch in der Nähe versteckt. Und jetzt geht mein Telefon. Ja. Wer hat das Geld letztens von der Werkstatt? Film. Digga, was weiß ich, Bro. Wie viel war das genau? Davis? Ich glaube, das waren so 130.000. Ganz kurz, oder 127, irgendwie so. Curtis? Okay, sagen wir 130.000, passt das, ne? Ja. Alright. Okay. Was denn? Danke. Wer redet mit mir? Hier, AK. Ja? Komm mal kurz zur Seite, muss mal kurz mit dir quatschen. Ich habe eine Knarre, ne? Alles cool. Und ich benutze die. Ja, voll. Alles cool. Ja, sag mal, FIB war vorhin da. Und ach so, hat Danjo mir schon erzählt. Alright. Das wegen dem Gewerbe. Ich muss Steuern zahlen. Irgendwelche Waschstraße oder was der da auch labert. Ja. Gut, dass du Bescheid weißt. Dankeschön. AK. Kein Problem. Alright, das war schon. Wald. Bescheuert. Das sind drei Buchstaben. Wie, was hast du gesagt? Er sieht immer so scheiße aus. Jeff, komm mit. Ha, was denn? Auf was für ein Film bist du denn jetzt ich war wieder? Beim Gewerbeamt. Vorhin. Und deswegen musst du mich... Was machst du mit der Knarre? Warum? Ich bin Alarmbereitschaft. Okay, warum? Wir haben Ärger mit dieser BOM. Irgendwas wegen Pilze, Drogen, Nachtschicht wieder. Das sind die mit dem weißen. Ja, alles klar, ich hab auch eine Knarre. Irgendwas wegen Nachtschicht wieder und pipapo, haha, hi, oh, warte, vielleicht rein. Wir waren noch gestern kurz bei denen, aber war keine zu Hause. Okay, ich bin auch bereit. Ich hab Brecheisen. Was wird machen da? Schmeiß ich den an den Kopf. Hörst du, ich war beim Gewerbeamt. Ach so, ja, mit dem Bob ja. Marty oder so heißt der. Wer? So heißt der Typ. Wie? Bob Marty. Marty McFly? Nee. Okay. Der Shop hat zu viele Artikel in seinem Ding. Wie? Ja. Wir müssen davon was übernehmen. Diese Duftbäume und so. Ja, kein Problem. Wir haben doch da genug Platz in dem Laden, oder nicht? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Weiß ich, ich guck zu dem Laden drüber. Ach so. Wer ist doch da hinten? Da. Auf jeden Fall müssen wir was aus dem Shop rausnehmen, wo wir uns in die Waschstraße reinmachen. Bitte? Und du musst nochmal mit dem quatschen? Der hat gesagt, er meldet sich Tage. Mit dem Bob Marty. Ach so, machen wir morgen. Ja, keine Ahnung. Und? Oder übermorgen. Hast du die Nummer von dem? Ja. Dann musst du mir die Nummer mal geben. Hast du was zum Schreiben? Ich hab ein Handy. Dreimal die Pump. Pump, Pump, Pump. 160. 160. 38. 38. Und zweimal die 7. 77. Und der Abyss-Shop hat zu viele Artikel. Wir müssen, Gewerbe-Bob. Duftbäume und so. Müssen wir bei uns verkaufen. Ja, passt doch. Irgendwie aber so. Bestimmt irgendwo ein blödes Regalfall, wo wir ich hab so eine Betriebsdings können. Bekommen, ne? Dings? Also, dass der Laden uns gehört. Geil, unser Laden. Die ja, bekommt ihr jetzt? Unser Laden, die Lutscher. Was? Die bekommst du auch, falls Polizei ja. kommt. Und wir müssen 8,75% Steuern zahlen. Jeden Monat. Wie viel? Von dem Gesamtdach, was wir einnehmen. Wie viel Prozent? Fast 9%. Das ist voll viel! Hab ich auch gesagt. Sind die irre? Ja. Und wir müssen einen Antrag stellen auf staatliche Unterstützung.
Ja, bitte, Unterstützung. Der hat zwar das Konzept von dem Dings gelesen, aha, aber der hat das überflogen nur. Und jetzt haben wir noch keine Maschinen für die Autowaschanlage. Keine Maschinen? Nö, nicht für die automatische. Oh. Okay, wir brauchen Arbeitersklaven. Habe ich da gerade Memo gehört? Warum? Hi. Weil er sagt, ich bin hässlich. Darf ich ihn einfach töten? Wen? Geil, wen töten wir? Sag einfach. Halt die Fresse, du Schwanzlutscher! Hey! Komm gleich darüber! Reden wir von Memo? Ja, wir reden natürlich. Der muss Strafarbeit leisten. Sag einfach, du klatschst sein, du gibst deiner Ziegel eine Bombe. Ich geb deiner Ziegel eine Bombe. Ich hab keine Ziegel. Und oh. Du Hässliche! Sag das doch mal! Oh. Wow. Oh, oh. Sag das doch mal! Denkst du, ich trau mich nicht? Die taut sich! Treff nicht, kann gut sein. Da verarsche dich, Mila. Mach doch Spaß, Mila. Der lacht dich aus. Lass dir das nicht gefallen. Mach den fertig. Mach den fertig. Gib dem eine Bombe, klatsch dem eine. Ich geh beiseite. Guck mal, wie Mini anfangen kann. Du hast ihn geschoben. Oh, der hat Memo den. Oh, mein Gott. Oh, scheiße. Memo, man haut keine Mädchen. Ja, haut zurück! Jetzt gibst du Schläger. Memo, man haut keine Mädchen! Bleib in der Mitte, hey! Komm, Mila, du hast gewonnen, ist gut. Ja, easy, Kay. Ist er immer noch frech? Irgendwann, da hole ich wieder meinen Sharkring raus. Ich hab noch Brechstange dabei. Den hab ich auch mal zu spüren bekommen. Ja, gib mal. Ja, warte. Ja. Oh, wie hat sich das angefühlt, Minimi? So. Wieder. Zwei. Ja, aber was soll das hier? Was hast du gesagt? Minimi. Mila, ja? Bruder, tut mir leid. Küss die Knarre. Nee. Küss die Knarre. Ja, warte, nee. Memo auf drei. Was denn? Küss die. Drei Ibos. Nee. Ich lass dich gleich verhauen. Besser? Küss du den Knarre. Ja, bitteschön. Ich lass dich gleich verhauen. Ja, dankeschön. Herr, weißt du, warum das keinen Unterschied macht, ob du das oder nicht? Halt die Klappe! Hör mal zu, hör mal zu. Fertig, guck mal. Junge. Schweig still, Echo! Also, egal. Ich mach dich krank. Genau, die Mila macht dich krank genug. Weil, guck mal, egal ob du mein Minimi bist oder ich dein Minimi. Im Endeffekt kannst du das dann genauso machen. Hey, was redet der? Das ergibt keinen Sinn. Nee. Du verstehst nur den Sinn nicht. Ey, Curtis? Nee, der andere. Die Mila erkennt den Unterschied. Ja. Ich bin die Rolex, du bist die Klolex. Na klar, Alter, du bist den Rolex von gefälschten Bazar. Was ist ein gefälschter Bazar? Ja, nein, voll. Das ergibt keinen Sinn. Das soll das ja auch nicht. Das war für das Selbstgespräche. EMF auf 5, EMF auf 5. Mila, hast du Geisterbox dabei? Geisterbox? Warte. Mach mal Geisterbeatbox. Ja, da kam die Antwort. Doch. Was quatschen die jetzt da hinten? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Die wollten den. Wollen wir lauschen? Okay. Ganz unauffällig, okay? Aber ganz unauffällig. Ja. Junge, wollt ihr kämpfen oder was? Was soll das? Gratua ist der Keeper von Real. Dein Mutter sei Gesicht. Dein Mutter sei Gesicht. Dein Mutter sei Gesicht. Mein Minimi wollte mit euch reden. Wer? Mein Minimi. Frank, ich knall den gleich ab, ne? Warum? Weil er mich provozieren will. Ey, was fakest du ihn? Dass du auch ihn wieder kopierst, Kurt. Das ist schlimm. Ist so. Ja, der, wenn er noch einmal Minimi sagt, knall ich den ab. Minimi. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Ja, wenn Curtis, wenn du wüsstest, Alter. Und dann knall ich euch auch ab. Vielleicht so Zinimini oder so? Das geht auch. Nein. Zinimini? Der soll laufen. Nein. Nein. Okay. Oh, scheiße.
Was pushst du so? Die pushen sich gegenseitig immer vor. Hey, okay, hey, hey. Jetzt bist du ein Sandwich. Nein, bitte. Jetzt haben wir ein Chuchuk-Sandwich. Oh, Alter. Du bist am Arsch. Ich kann das, wir klären das anders. Ist das das neue Gang sein oder was? Das Pistole bedrohen. Bin doch Zwiebeln! Ein Sack Zwiebeln! Ja, wir müssen so jetzt auch gehen. Kommt jetzt. Ich will auch reden. Ein Sack Zwiebeln. Ein Sack Zwiebeln. Achso, ihr müsst gehen. Auto? Das ist gar nicht mein Auto. Haut rein, Alter. Genau, wegen der Schubkarre. Die gehört uns. Komm, Egon, wir fahren. Das ist du siehst heute echt scheiße aus. Oh. Ja, du siehst auch aus wie. Mach ihn fertig, knall ihn ab, knall ihn ab! Nein! Wow! Leute, unser Auto ist kaputt! Ja, Barry, selber schuld, wenn du so ein Vollaffe, Alter. Er hat's angesagt, Bruder, selber schuld. Alter, du bist so dumm. Dass er dir nur in den Reifen geschafft hat. Ey, oder Barry! Sagst du das noch einmal, dann schieße ich dir in die Knie, Alter. Haha! Viel Spaß beim Anrufen. Was hat er gesagt? Kannst du uns zum Underground-Tuning abholen? Trottel. Wo ist das? Bei der 187-Tuning in der Eastside und... Ich soll euch abholen? Ja bitte, wir brauchen einen Platz. Kann ich nicht jemanden schicken? Du hast... Okay, dann schick jemanden. Okay. Aber kein Doofmann. Soll ich euch Jack schicken? Wenn der dazu Lust hat. Ja, soll ich nur abholen? Ja. Jack, kannst du zum Underground-Tuning? Ja, wo? In Eastside. Oder wo ist das? Ja, Eastside, unter Lonely Gentleman. Ja, unter Lonely Gentleman. Die Werkstatt. Ach unter so, Ben ja, Letzmann. Ja, kenn ich. Ja, ja. Wie viel Platz braucht ihr? Eins. Okay, Jack kommt. Okay, danke schön. Ein brauchen wir nur, ein Platz. Gut. Ich hab dem gesagt, ich schieße auf den, ne? Oh, was war gerade heute? Jetzt haben die den Fahrer gewechselt und der Fahrer hatte einen Ersatzreifen dabei. Immer stehen wir hier. Sag mal, wir waren da rum. Hallo, willkommen. Was, warum hast du geschossen? Weil der hat mich provoziert. Oh, oh. Ja, das sind Yadis. Na, ich hab wegen Sirene. Achso. Weil ich geschossen hab. Ich hab mir schon Sorgen um meinen Rasen gemacht. Dem geht's gut. Gut. Hat er einen Teletag? Warum zieht so meine Knarre auf mich? Nee, hab gegeben. Hey, Bruder. Lila, hat Kurtz dir die Herzkette geschenkt? Nee. Wer? Ja, die hab ich selber gekauft. Was denn? Ja, die Herzkette. Die hab ich da gekauft, die ist von der Titanic. Die ganz gesunken. Wahr. Na wohl. Ah, ihr wart da drauf? Ja. Ach so, Mila. Ja. Gibst du mir meine Stange wieder? Doch! Du hast gesagt, damit man bei aber du hast Memo nicht verprügelt! Ja, aber das kommt ja vielleicht noch! Achso, okay, na dann. Was labert ihr da? Und wer seid ihr? Junger Mann, ich wer bin Wolfgang. Wer macht hier wem was denn in den Arsch? Ah, wer bist du überhaupt? Halt die Klappe, ich bin Ronny. Mann, guck zu! Anton, nein, komm her ihr jetzt. Müsst mich Bierchen nennen. Ja, ich bin ja bei diesen Lappen von Juggy Park, Mann. Du kriegst gleich Lappen? Ich bin der OG der Jani. Halt die Schnauze, ich hab grad auch keine Zeit für dich. Anton, kommst du jetzt her? Osama, ja, du bist der Hausmeister, ne? Aber kannst jetzt mal die Schnauze halten vor mir hier. Ich geb dir gleich so Osama, einen Stress, dass du in die Gebärmutter deiner Mutter zurückfliegst. Also mach einen Kopf Anton, ich dachte, ihr wollt dir Stress. Anton, ich muss jetzt hier zusammentreten. Okay. Was willst du? Willst du die Keule? Ich sag's, ich komm gleich mit dem Rasen. Aber fahr mich drüber. Junge, ich piss gleich wieder auf deinen Rasen. Wie gefällt dir das, Junge? Oh, jetzt hast du... Oh, jetzt... Oh, jetzt geht's da. Oh, komm her! Öwe schlägt hier. Oh, komm her! Alter. Komm ran! Halt die Klappe, du kriegst auch eine! Ah! Aua! Das ist unfair! Nach Hause zurück! Hallo, Motherfucker! Mit zwei auf einen, da war klar. So, du Vogel. Ah! Des. Halt auf, gemeldet. Auf, James. Oh, bitte. Hallo, der ist doch schon verletzt. Hör auf. Aua.
Da liegst du, Lutscher. Dreckige Alis. Lucifer MC, das sind only Vibers. Jetzt pass auf, Hausmeister. Jetzt pass auf. Tag. Jetzt wird stehen geblieben, Kollege. Warum? Du hast kriminelle Sachen gemacht. Nein, du hast Leute festgenommen. Du hast Leute umgeboxt. Bist du bescheuert? Ich hab dich im Auge. Du kannst doch nicht Handschellen nach mir werfen. Doch. Und die perfekt an meine Hände werfen. Ich bin Profi da drin, ne? Frag mal die BOM. Aber sehen immer alle aus wie Idioten. Weil das Idioten sind. Guck dir die mal an. Oh, jetzt sehe ich's auch. Das war ja bestimmt unser Kollege hier links war. Oh oh. Was denn? Ich hab meinen Bille verloren. Oh, du musst die Pelle nehmen, ne? Nein, Bille! Ja, ja. Anton, tief im Mund nehmen jetzt, komm. Ich mein Bille. Das muss jetzt einmal sein, Anton. Ja, aber du musst den nehmen. Nein, mein Bille. Ich geh kurz kippen holen. Noch ein bisschen, Anton. Ganz bisschen, warum liegt denn der da? Du hast ihn zusammengetreten. Ich hab den nicht gehauen. Na klar. Stimmt nicht. Ich hab das gesehen. Ruhe. Oh, G-Coin. Ich muss echt sagen, das Fleck steht dir echt übel gut, ne? Ja, ich fange mich langsam an, so zu benehmen wie ihr. Da bist du noch ein bisschen von weg. Aber nah dran, Bro, nah dran. Kann mal einer den Schmutz hier wegbringen? Nein, der hat die Fleck gar nicht verdient. Hey. Anton ist zwar Lutscher, ja? Aber kein Schmutz. Warum heißt der Anton? Lutscher, weil der Anton heißt, Mann. Weil ihn seine Mutter mal so genannt hat. Idiot. Hallo. Drück doch nicht noch Salz in die Wunde, Mann. Das muss doch nicht sein, Junge. Was kommt denn da? Wo? Cops. Was? Polizei? Wo? Nee, Krankenwagen. Krankenwagen, Kollege. Haben die neue Auto? Oha! Okay. Jetzt verstehe ich dich, Mann. Es ist jetzt zu viel verlangt, dass ich einfach ein paar Tiefbettfelgen für mein Auto kriege, Mann. Ist das so? Chokeslam! War irgendwas? Nee. Bumper, du bist ein Hund. Wer ist denn Bumper? Wer ist ein Bumper? Osamba Bumper. Der heißt doch Osamba. Mein Meerschweinchen. Osamba Bumba Bumper. Ja, das ist also sein Spitzname. Hallo, Motherfucker. Komm mal mit. Guck mal auf den Medic-Wagen. Was denn da? Da sind Hunde und Katzen drauf. Oha, das ist ja für Hund. Das ist ein. Warum kommt denn ein Tierarzt? Anscheinend ist bekannt, dass hier nur Hunde sind. Was? Und Pussys. Guck, da ist eine Katze. Das ist eine Katze. Ja. Mieze. Miau. Katze als Maul. Kein Wunder, dass der Tierarzt kommt bei Faruk. Wie, der heißt doch Osamba. Na, Osamba war bei Faruk. Geh mal beiseite. Ich muss Revier markieren. Da war auch eben eine kleine Schießerei. Wann? Gerade? Nee, ja. Wo? Ha. Im Stadtpark. Jax wurde umgeschossen. Was? Wer ist Jax? Von wem? Jax Queen. Ernsthaft? Der fleißige ich glaub, Arbeiter. Hat jemand umgeschossen. Ach, der aggressive Flöchen. Die Jax einfach mitgeschossen. Curtis? Keine Ahnung. Da hinten mit der grünen Kappe steht dein Bruder. Von wem? Deiner. Warum? Noch ein Bruder? Geh mal mit dem sprechen. Oh, nö. Hey, das ist doch Dancho da hinten. Das nee. Doch... Was denn? Curtis? Wer von euch ist mein Bruder? Der ist weggerannt jetzt. Toll. Nein, nicht ganz cool.
Das ist Colding. Den Typen an. Wir brauchen mal alles. Das ist der Typ von gestern, der Drogen kaufen wollte. Das ist ein Undercover-Polizist. Echt? Nee. Was? Schoko? Cody, was schleppst du hier für Undercover-Polizisten an? Keine Ahnung, der stand hier schon, der hat sich angezweifelt. Schau mal kurz, er hat die gerade erzählt. Achso. Hat sich irgendwie eine Schlägerei eingemischt. Wo ist Schoko? Der ist immer anzufassen. Ja, der ist schuld, oder? Schoko, was ist denn? Was? Du wolltest doch quatschen. Ja, aber nur wir. Dann komm. Boah, zu einer Ecke zu angeln. Wem gehört das Dreck gemuppelt hier? Weiß ich nicht. Ein von den Jodels. Ja, dann erzähl mal, Kelle. Also, ich habe aus erster Hand die Info, dass der Typ, der Chap gestern hochgenommen hat, Dieter Fischer war. Ach stimmt, da war gestern so ein Typ hier vom Hase, Tacker oder so hieß der. Genau, der Tacker, der hat uns erzählt, dass ein anderer Dealer hochgenommen wurde und der hat Chap dann verpetzt, damit der seinen Hals aus der Schlinge rausholt. Ne, pass auf, also die hat mir das jetzt gerade, ich habe mich gerade mit der getroffen und die hat mir das so erzählt. Also sie wurde angesprochen im Würfelpark, ob sie Marihuana besorgen kann. Da hat sie versucht, Leute anzurufen, unter anderem auch diesen Tacker, den hat sie aber nicht erreicht. Hat dann jemanden erreicht, der kam vorbei. Ja, und der heißt Luke, der hatte, ne? Aber nicht so viel, aber Luca, er hatte so jemanden, den er anrufen konnte. Und der hat dann die Nummer vom Chap weitergegeben. Oder, nee, ich glaube nicht mal die Nummer, der hat den Chap geholt und dann haben die beiden sich gesprochen. Und pass auf, der Tacker hat gesagt, irgendein Drogendealer wurde, geh mal meiner Süßen runter. Halt deine Klappe. Geh mal meiner Süßen runter. Das ist meine Mütze. Ansonsten werde ich ungemütlich hier. Boah. Kollege. Noch ungemütlicher? So was geht denn? Ah, ja, das geht noch, vertrau mir. Extra auch. Ja, das geht noch. Das geht Nachtschicht, ja, Kupke. Ja, können wir jetzt hier mal weiterreden, was jetzt hier los ist, wollen wir erstmal ein Bier trinken. Ich bin wieder in meinem Gangster. Aber seid ihr die Nachtschicht? Komm mal nochmal so eine Büchse auf jetzt. Ja, sag mal, das ist gar keine Zeit für Nachtschicht. Ei. Hast mal auf den Tacho geguckt. Warte. Ihr geht mir alles auf den Sack, ne? Jetzt, ja, was los? Ja, ist noch ein bisschen Nachtschicht. Ja. Ich hab gehört, es soll ziemlich Lutscher sein. Warum wird gelacht? Was ist doch für ein Quatsch? Ja, was für ein Quatsch hier? Was willst du? Wir sind hier, Männer. Auf jeden Fall hat der erzählt, dass der verraten wurde von einem anderen. Von so einem Typ, der heißt Luke oder so. Genau. Und dieser Typ will eine Werkstatt aufmachen. Deshalb hat er dem verraten, damit du weißt, was da hast. Okay. Genau, und der Undercover Agent, den wissen wir auf jeden Fall, wer das ist. Was, gehst du auf ein Anime-Treffen? Wie siehst du aus? Ich bin Weep. Das ist ein Statement, Bro. Das ist ein Statement. Was willst du jetzt? Don't body shame me, Bitch. Wo ist denn Johnny? Weiß ich nicht. Boah. Oh. Hilfe! Was hat er gemacht, Mila? Was geht? Der ist scheiße. Einfach. Ja, die sind alle scheiße. Ja, zuerst haben wir so gelacht, so hihi, haha, hehe, huhu. Und dann ist der auf einmal aus nix gemeint. Ich hab nichts gemacht, gar nichts gemacht. Was hat er gesagt? Weiß ich nicht mehr. Wie, dann hat aber er gesagt? Aber ich bin trotzdem verletzt. Das kann doch wohl nicht sein. Was hat er nicht gemacht, ne? So? Meiner. Seit wann hast du eine tiefe Stimme? Der hat einen Hustenbonbon gegessen. Ich will auch einen Hustenbonbon. Ja. Curtis, das ist kein Hustenbonbon. Das war mein Finger. Heilige Scheiße, Mann. Red mal. Curtis, du musst mal so ein Popgeräusch machen. Hallo. Was geht? Alter, hier sind ja alle Ogis vertreten. Ja, Schwabe, mach mal deinen Hemdknopf zu. Dein Bauchname guckt raus. Was bist du denn so, Junge? Mach das zu. Okay, okay. Schön Komfort. Decke deinen Bauchschnabel. Dabei, ich hab einen schönen.
Der ist noch draußen. Der kommt nach draußen. Ey, guck, da sind diesmal keine Fussel drin, scheiße. Geht ja auch nicht, wenn der nach Hause guckt, du Idiot. Also Schoko, erzähl ruhig weiter. Ja, also Dieter Fischer war der Undercover. Der hat sich diese Gesichtsbewahrung gemacht. Dieter Fischer? Ja, der ist Chief, Secondary Chief, keine Ahnung, was der ist. Ach, der Fischer? Der war Undercover und hat wen jetzt hops genommen? Den Chap. Warum verkauft der denn einem Opa Drogen? Ja, der hat nicht wie ein Opa gesprochen. Ja, wie gesagt, der hat sich angemalt mit schwarzer Farbe, der hat sich schwarz gemalt. Ja, aber der hat doch weiße Hände dann. Da zieht man doch an den Füßen oder an den Händen. Ja, weil jeder barfuß rumrennt, ne? Ja, pf, weiß ich nicht. Ja. Warte, der Chap ist jetzt im Knast. Der hat jamaikanisch gesprochen. Aber wie gesagt, der hat den Ausweis der Eulen gezeigt im Auto. Da stand nicht Muamba drauf, sondern Dieter Fischer. Ist der? Wie bitte? Der Chap ist der jetzt im Knast oder was? Ja, ja, der ist bis heute Nacht um 2, glaube ich. Morgen ach, was ein Loser. So was geht denn da drüben wieder ab? Dance Battle. Ja, wir müssen auf Chap warten. Ja, wie gesagt, der das kommt, glaube ich, erst morgen 18 Uhr. Also B will den morgen 18 Uhr holen. Am Laufe des Tages. Hallo Texo, hallo Bulba und alle anderen. Huglu. Ja. Ich habe nur gehört, dass irgend so eine Luke dem verraten hat. Ne, also so wie die Dame das erzählt hat, ist er wohl auf den im Würfelpark zugelaufen. Ja, und so wie der Tacker das verraten hat. Ja, genau, also der hat den angerufen, dieser Luke hat lass den mich angerufen und hat ihn dahin bestellt. Und ich erzähle das so jetzt schon zum fünften Mal. Aber jetzt der Tacker hat gesagt, Teile der Geschichte, man bekommt der Tacker hat gesagt, irgendein Drogendealer wurde hochgenommen und der Typ will eine Werkstatt haben, der will aber eine weiße Weste behalten und dann haben die Bullen gesagt zu denen, dann besorg uns jemand anderen. Und dann hat dieser Typ zu dem gesagt, dann geh zum Chef. Oder der hat den angerufen, irgendwie so. Musst du Hase fragen. Oder ist Chef drauf reingefallen? Ja, und Chef ist drauf reingefallen. Trottel. Ich glaube, die haben sich sogar, ich weiß gar nicht, ob die es hier getroffen. Ja. Weil irgendwie muss der, weil der LKW ist ja auch weg. Der LKW von Chap. Ach du Scheiße. Also entweder sind die zusammen zum LKW gelaufen oder. Wenn die den LKW rausgenommen haben, ne? Der hat einen eigenen LKW als Lack. Was war da drin? Ja, Drogen. Drogen. Wenn der hat den ganzen LKW voll mit Drogen. Ja, ganz voll war er nicht. Ein LKW halb voll mit Drogen. Ja. Ein LKW. Warte. Die haben Chap im LKW gefickt? Mit dem LKW, ja. Ich dachte, es ging drei Joints. Es ging um drei Joints. Nee. Anscheinend nicht. Um 90 oder 110 oder irgendwie. Der Junge ist auf jeden Fall gefickt, Junge. Heilige Scheiße. War, aber der hat bezahlt, ne? War, aber ist das ich unser schon, LKW? Ja. Oder von Chap? Nee, das war sein LKW. Okay, boah, zum Glück. Gott sei Dank. Oh, Schnappatmung. Unser nicht, das wäre teuer. Was denn, Müller? Wir wollen ein Release-Party machen. Wer will nur Release Party machen? Die da hinten haben gefragt, ob ich das Sound abspielen kann. Aber ich bin unsicher. Hallo, Herzblatt. Dein neues Release? Ja. Na klar. Okay. Wer? Fresh neuer Song? Fresh neuer Song. Das war der von eben, ne? Ja. Boah. Die haben nicht ganz abgespielt, die Penner. Ja. Ich mach das. Wo bist du? Halt! Alle zwei. Ich geh auch gucken. Okay. Ja. Kommst du nach dem Jockey Park? Da geht euch von Mila den Release anhören. Jo. Der hat einen neuen Track. Ich könnte den zwar auch hören, aber ich bin mir unsicher, ob ich das machen sollte. Ey. Hä? Der Kiez, ne? Ja. Hat stimmt, was wollen die? Geld. Warum? Ja, das Geld, was die gefunden haben? Ja, dann davon die Hälfte, dann minus die Schulden, dann haben die aber gestern irgendwie ein Funkgerät und Medic-Klamotten gekauft für an erst 400.000, dann runtergehandelt auf 330, dann wollen die das Funkgerät für sich abziehen, das sind 50, sind 280 durch 2, das heißt, die wollen, dass wir dann irgendwie insgesamt 160.000 jetzt geben. Wir bekommen aber auch noch Geld, ne? Nein. Doch? Ja, die 37.500. Von diesem Willenjob? Ja, die ist verrechnet. Okay. Weil das ist das, was die uns noch schulden. Und jetzt ist dann quasi noch offen 160.000, die wir denen geben sollen. Für
Medic-Kleidung, Kopfhose, Funkgerät, Funkgerät nicht, aber für sowas. Warum? Und die, ja, weil die es gestern gekauft haben. Ja und? Und meinten halt, weil das ja für die Sache ist, wir sollten das teilen. Und wollen jetzt Geld. Dann, ja, aber die können nicht irgendwas kaufen und sagen, wir bekommen jetzt Geld von euch. Das habe ich mir halt auch gedacht. Und was mit dem Funkgeräten, wo der jemanden finden wollte, der das kauft? Chap, hat er auch nicht besorgt. Chap. Nein, nicht nur Chap. Der Frank hat auch gesagt, der hat jemanden. Ach so, ne? Ja, da ist anscheinend nichts geworden. Ja, müssen wir mal gleich Johnny fragen, was er davon hält. Ja, wo ist Johnny? Weiß ich nicht. Jetzt und was ist jetzt mit BOM und was mit United und alles? Ja, United ist irgendwie, hat Johnny gestern Nacht nochmal gesprochen, Moment. Ja. Nee. Aber danke. Gut, ich weiß Bescheid. Danke. Tschüss. Cops sammeln sich mit SWAT-Auto bei Underground. Kann sein, dass wir einreiten. Ja, sag ihm Bescheid. Wohin einreiten? Hier hinkommen. Weil die kann BOMs sein, dass die Körpers herkommen, ne? Ach, ja, ich weiß, die waren gerade auch schon bei uns. Ach, die waren und? Bei euch? Ja, ja, die waren auch. Dann kommen die jetzt bestimmt her. Ja, ja. Die suchen jetzt, die suchen irgendwie zum Rennficken. Alles gut, ich regel das. Ich hab Bock. Nein, regel nichts. Ich hab Bock. Dann, ja, deswegen, ich pack dann den Wolfgang aus, Mann. Okay. Ey, was wollt ihr Lutscher hier, Mann? Da machst du undercover. Mit was waren die bei euch, wisst ihr das? Ich hab nur den Anruf gekriegt. Judo-Rolle, Bitches! Alter, ich fühle deine Haare. Danke, Mann. Was ist das? Schwabbel. Ja, ja, brauchen ja. Alle zu trauen, weil die Maxis in den BOM da sind. Ach, das ist, ja, gut, dann müssen dann BOM. Ja. Warte mal, wo ist die BOM? Wo ist BOM? Die gibt's noch? Ja, morgen auf der Hochzeit, da wo ihr auch zu eingeladen seid. Ja, aber ich glaube nicht, dass was für eine Hochzeit? Ja, ich hab von den 28 United-Leuten. Ach ja, die haben eine Hochzeit? Ja, aber irgendwie Tiki-Lalam heiraten die. Haben wir auch eine Einladung bekommen? Ja, ich habe Musikallergie. Also mir wurde gerade am Telefon gesagt, dass wir eingeladen sind und auf jeden Fall wir sollen auch schon zu Trauen kommen, weil eigentlich kommen wir nicht zu Trauen, weil das cringe ist. Was ist das? Achso, das ist dieses, wo die Schrie anstecken. Das ist das, wo die heiraten, Bro. Achso. Von der Hochzeit. Da, wo man nicht saufen darf. Und da kommen, wo die Max für die BOM und keine Ahnung, dass da Stress gibt und so und wir sollen da ein bisschen für Ordnung schaffen. Und wenn die halt ballern... Ja, aber wir haben doch Stress mit Maxis. Ich wichse ihn. Warte mal, ihr habt Stress mit Maxis? Ach so, wir haben nicht. Digga. Wir haben gar nichts, nicht. Hallo, nein, die nein, Schnauze, nein, nein, Junge. Warte mal, BOM und mal uns, ne? Trouble. Du bist schon wieder einfach ein Hohlkopf, Digga. Hä? Wo ist ein Hohlkopf? Wer ist ein Hohlkopf? Hier, der Oberhund. Du bist Retzmann, ne? Retz, Ries. Bist du das? Bist du das? Hä? Das ist Curtis Video und ich bin der Rocker. Nein, ja, das meine ich doch. Ich bin doch mit dir. Ach so. Gib mir einen Kuss. Alter. Ah. Geil, Alter. Alter. Jetzt wird's aber wild. Ja, aber wir gehen dann morgen hin zur Trauung, ne? Also, ja. Und ihr solltet aufpassen, dass BOM und die Max sind nicht gekommen. Wer ist gestorben? Also, das ist die Indirekte, ja. Und wie viel Uhr? Wer ist gestorben? Nein, sie ist verheiratet. Das ist doch das Gleiche. Also, da sollte man eigentlich keinen Stress schieben, oder? Warum? Also, ist doch. Halt, ist so ein Ding, ne? Ja? Also ich würde auch bei der Trauung würde ich es auf jeden Fall nicht fühlen. Ey, das ist ein wichtiger ist Tag, oder? Also wenn die auf der Party sind, dann also, ja, auf also Trauung ist schwierig. Aber warte mal, sind diese Maxis und BOM cool? Ja. Weiß ich nicht. Ja, natürlich, hä? Das sind ja? Doch, die sind doch zusammen auf der Route, oder nicht auf der Pilzroute. Ja, aber das heißt nicht, also, dass gesagt, die cool das sind. Ja, aber du, ja, ne? Auf jeden Fall kommt wieder morgens die Trauung, das ist der Call. Auf jeden Fall sind die Maxis gut mit den Drips, das, ach ja. Wer sind jetzt schon wieder die Drips? Die Drips sind aus der Northside, Junge. Ja, da hä? Diesen, das sind diese rot, braun, rot, beige. Nee, rot-beige. Ja, genau. Ah, schön. Alter, hallo. Grüße. Oh, krasses hallo. Outfit. Dankeschön. Das fühle ich auch. Ja. Einfach BOM, der Wilde. Aber, das BOM habe ich letzten Tag gar nichts gesehen, ne? Ich wurde zwar gestern Nacht irgendwann, warte, ich wurde um. Boah, lass mich lügen. Die haben mich gestern um. Ja, gestern um 20 Uhr haben sie mich nochmal angerufen. Um 20 Uhr? Was? 20 Uhr. Alter! Aber bin ich nicht rangegangen, keine Ahnung warum. Aber Straße wird auch immer leerer, ne?
Ja, ich hab da unser Auto schon reingestellt. Ja, ich hab schon gesehen, unser Auto steht doch irgendwie überall mittlerweile. Ja, natürlich, wir müssen überall präsent sein, Meister. Hallo, Motherfucker. Boah, ich check hier nix mehr, ne? Drips, Mips, also dies, die Drips, das. Pass auf, Kredis, die Drips gibt's wohl auch schon seit 2 Wochen oder so ungefähr. Länger. Länger, aber das Ding ist, die sind oben in der, alles was der North Side ist, auch was kriegen wir unten halt nicht mit, Digga. Das sind aber so Idioten, also schwierig. Also da sind noch ehemalige Mafia-Leute sowas mit drin, ne? Die kannten uns in der Straßengang. Oder was ist das? Ey, Curtis, wenn du damit jetzt hier anfängst, guck dich mal um, Digga, und dann fang damit jetzt nochmal an. Was denn? Guck dich mal um und fang damit nochmal an, bitte. Ja, aber wir sind doch keine Gang. Nee, Digga. Ja, du hast uns gerade gefrontet, Junge. Ja, weil ihr seid doch Dullis. Wow. Ja. Ey. Hallo, das war ein OG-Call. Oh, Curtis. Auf jeden Fall die Drips. Die tragen rot und dann so ein beiges Flag. Sieht überwitzig aus. Ja, hier so wie was Mila anhat. Ja. Was hat Mila an? Ja, ganz genau sowas. Und er hat noch rot zusammen. Und rot, genau. Aber ich blick so oder so nicht mal durch. Ja, die sind da. Wo sind die? Warte, lass mich kurz gucken. Überm LSD. Überm LSD. Genau, ja. Genau, überm LSD in diesem einen Ding da drin. Wo du so, wenn du hochfährst, rechts rein kannst. Mit so einem kleinen Vorhof und so. Wenn du auf deiner Klappkarte guckst, sieht der Block aus wie eine 3. Was ist eine Klappkarte, Bruder? Klappkarte. Ja, das sieht doch nicht aus wie ein 3, das sieht aus wie ein... Ach, das ist eine 3, Kollege. Ach, Junge, babbel mich nicht voll. Das ist unser Krieger. Ja, das ist eine Frau. Hallo, Lady. Das ist die Old Lady. Tag, tag. Hallo, Fei. Das ist die Old Lady. Das ist meine Old Lady. Das ist ein Feind. Und halt... Pass auf, das sind die Kunden vom Lost, ne? Ja, ich war heute schon. Sollen die doch kommen. Ich hab heute Bike. Was denn? Warum heulst du? Was? Ich heul nicht. Ich kann nicht mehr lachen. Das tut weh. Lachen wir wieder? Ich hab jetzt 10 Minuten gelacht oder so. Aua. Ich weiß nicht mal mehr, worüber wir gelacht haben. Vielleicht über deinen neuen Track? Nein, boah, der ist Zeitalter. Hey, wo hast du Tag gelassen? Der ist nicht. Wann kommen die Koppers denn jetzt? Ja, die kommen doch schon zu uns, nicht zu euch. Nee, die waren doch schon bei euch. Nee, die sind da. Ach, echt jetzt? Soll ich. Könnt ihr euch herlocken? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, wir sind so eben, wenn was gegen die Koppers gemacht wird. Das können nur die Yardis sein. Oh, da kommt alles. Ist das der Jagdstaten? Oh ja, der soll rappen. Jeff Cam, warum tust du Mila weh? Hä? Warum tust du Mila Baum weh? Die hat angefangen zu lachen. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast wohl angefangen zu lachen. Oh, hinter mir. Ja? Ja. Pass auf meiner. Tut mir leid. Mila, weißt du, wo hinter Memo ist? Was? Ja, Mila hat gelernt, wo hinten ist. Warum packst du mir jetzt ins Gesicht? Nein, hinten, nicht hintern. Aua. Finger weg. Wo ist denn der Jacket schon, Bruder? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Ich checke nix mehr. Da kommt der doch, oder? Chicken Nuggets. Ja, genau. Da ist Memos hintern. Finger weg aus meinem Arsch. Warum packst du den Marsch? Hab ich gar nicht. Ich hab da hingezeigt. Jetzt schling deinen Finger nach Scheiße. Ey, ich hab da nur hingezeigt. Ich hab vorhin noch meinen Arsch sauber gemacht im Clubs gelobt. Und kommen die Koppers, Jack? Keine Ahnung. Also ich hab nichts gesehen. Bin mal gespannt. Deswegen wollen die kommen? Ja, frag dich mal warum. Die haben SWAT-Wagen und so, du hast ja meistens. Ja, warum fassen die uns? Die haben doch gar nichts gemacht. Wenn die kommen, dann schieß ich. Ja, Scheißverbrecher, du schießt doch nicht auf Koppers, du Idiot. Wenn gesagt, die mit einem Panzer reingefahren kommen. Dann schieß ich auf den Panzer mit dem Messer. Boah. Wenn die kommen, dann schieß ich. Machen Sie, haben wir keine Wattebällchen mehr? Bis morgen, ne, wenn er nicht im Knast landet. Gut, vielleicht komme ich euch besuchen. Aber nur rein. Tschüss, die Familie. Das ist dein Johnny. Du schuldest mir noch mal eine Stange. Was? Das ist dein Johnny. Ja, irgendwann. Freshes Outfit, Tacom. Dankeschön. Du auch. Ich bin nur ein Yardi. Boah, ich blick nicht mehr durch, ne, mit wem wir jetzt wo was haben und Info da, hier, Chap, dies, das.
Mein Kopf tut weh. Ich habe gestern Vic Mildiner getrunken, ich war total daneben. Das High gemacht. Hat, boah, das haut richtig rein. Was richtig ne? Auf deinem Trip? Ja. Das haut richtig rein, das Zeug. Ich war voll hab mir auch heimlich was genommen. Du darfst meinen Vic Mildiner halt nicht nehmen. Darf ich hier wohl? Ich hab Schnupfen gehabt, du nicht. Ja, aber doch jetzt, guck. Bah. Ja. Voll der Lille fahren wieder zurück in die Nase. Wo ist Johnny? Ja, der ist irgendwie am Telefonieren und sagt irgendwas von wegen, können Funkgeräte orten und bla bla bla. Wer kann. Schon wieder Verschwörungstheoretiker? Hallo, gut. Und wer ist der Typ da in der weißen Bomberjacke? Da ist schon wieder einer, der hier rumsteht und zuhört, ne? Oder einer von Hays Cousins. Nee, der wollte hier Drogen kaufen. Hier gibt's keine Drogen. Ich bin nicht. Komm, Jeff. Geh mal zu dem. Hab sagen. Warum hast du Aua? Hä? Warum hast du Aua? Mein Nachgetiebe tut weh. Dein was? Mein Nachgetiebe. Dein Nachgetriebe? Mein Nachgetriebe, womit ich lache. Haha. Ja, kam sie eine kurze Sekunde für mich. Dein Lachgetriebe. Ja. Oh. Meine Schulter tut weh. Echt? Und mein Kopf. Mein Rücken tut weh. Soll ich dir treten? Treten? In meinen Rücken? Wenn du willst. Ich glaube, ich verzichte. Macht das ein anderer bei dir? Nein. Ich guck mal deinen Rücken an, ne? Ja, mach doch. Wenn dein Fußabdruck ist, vergleich den mit meinem Fuß. Was? Memo? Ja, ich komme. Und wie fanden die denn Twack? Ja, voll tight, ne? Fanden die gut? Ja. Haben sie Geld bekommen? Nee. Warum? Nee, alles gut. Hä, warum sollte ich Geld bekommen? Warum Fehlalarm? Ist nur Ausbildung. Aber die Yadis meinten gerade, die wären schon bei denen gewesen. Ja, bin ja, ich die heute. Sind vorgestern oder so sind die rumgefahren. Oh, geh mal einen Schluck trinken, nein. Du klingst wie Jack. Wegen deiner Raucherlunge. Max. Okay, danke für die Antwort. Mila? Ich glaube, er hat einen Schlaganfall. Und dann? Ich muss kurz pupsen, sorry. Ja, aber hat man nicht gehört, also alles gut. Der heißt Kendrick, keine Ahnung. Ja, was will der hier? Bild hier, oh. Da war mit dem AK unterwegs, keine Ahnung. Also. Ich weiß es nicht. Das sind schon wieder zu viele Informationen. Gucken, also Chap glaub, ist im Knast, ne? Wenn Johnny gleich fertig ist, dann sind das noch mehr Informationen. Ja, Johnny, so komm. Ja, weiß jemand, wie lange Chap sitzt? Ich hab grad gehört, bis morgen. Ja, das ist ja gar nichts dann eigentlich, ne? Wann wurde der festgenommen? Tage? Vorgestern? Ja, gestern. Gestern? Ich glaube gestern, oder? Keine Ahnung. Also selbst wenn... Du weißt ja nicht, ob der vielleicht Deal gemacht hat und gequatscht hat. Ja, gut. Dann müssen wir den prügeln, ne? Jo. Aber ne Cop-Equip. Was für ein Cop-Equip? Ja, weil dann Finn meint, da war Taser oder sowas noch mit drin, glaube ich. Ach du Scheiße. Dann ist der Marsch. Ja, aber 2 Tage? Dann mehr. Oder die haben den nicht gefunden. Ja, oder die haben den nicht gefunden. Oder die sind dumm. Boah. Ja, was ist los? Weiß nicht, das Wetter. Das ist nicht mein Wetter hier. In Los Santos. Echt? Was hat der denn davor? Wo ist der Johnny denn? Und hast du mitbekommen, morgen ist eine Hochzeit, ne? Ja, von den 28s, ne? Und dann sollen die Nialis da aufpassen, dass BOM und die Maxis nicht kommen und Stress machen. Aha. Also sind die cool miteinander? Ja. Anscheinend.
Cloud ist müde, Chat müde, alle müde. Aber Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hör auf, das anstecken. Boah, ich kann nichts dafür. Ich fühle mich so, als hätte ich wieder Big Medi nicht getrunken. Big Medi nicht getrunken? Ja, das trinkt man nicht. Auf die Brust? Nein, das ist Big Baupalup. Oh, gut. Ja? Oder? Nee, ich glaube, das machst du doch nur so auf dem. Medi Night trinken, Mann. Nein. Durch. Ja. Mela. Mela. Ja, bitte. Big Medi Night trinkt man, ne? Big Medi Night kann man trinken, sowohl wie auch als Tablette einnehmen. Wie willst du denn aus einer Flüssigkeit eine Tablette einnehmen? Wer weiß das, Mela? Das ich weiß ich, weil ich bin oft krank. Kann man sich das auch rektal einführen? Dienstag war ich ganz krank, halt Schnupfen gehabt und Nase gelobt. Gibt's da auch Zäpfchen? Das weiß ich nicht. Ich würde mir schon immer mal eine Rakete nachstecken. Puh. Ach, ekel. Ich bin auch kein Lügner, ich kann nichts dafür. Absolut komplett lost im Kopf gerade. Das ist alles zu viel für mich hier. Ja. Was mit, weißt du, ob du es wusstest, Digga, es gibt den scheiß Weiber im C, ne? Ja, weiß. Lucifers, Junge. Ich weiß, und die da Süßen. Ist. Da ist eine von ne, da ist eine Schwester von einem FIB-Agent drin. So eine Rothaarige, wenn du dir eine Knarre im Kopf hältst, dann telefoniert die weiter. Ah! Na, eigentlich habe ich lange super, geschlafen. Super, super. Ich weiß aber nicht warum. Super. Johnny. Hm? Mein Kopf platzt. Warum? Der hat zu viele Informationen. Der braucht ein paar Informationen, ne? Der Kiez war hier, die wollen Geld, weil die irgendwie eine Uniform gekauft haben von irgendwelchen Krankenschwestern. Dann wollen die Hälfte von dem Geld bei dem letzten Job, was da abgenommen wurde. Wir bekommen auch noch Geld von dem, wegen diesem Villain-Job. Ja, aber das, was haben die denn dazu gesagt, als du denn gesagt hast? Ich glaube, das wurde darauf verrechnet. Ich habe nichts gesagt, Jack hat mit denen gesprochen. Dann gibt's morgen eine Hochzeit, da sollen die Yardies aufpassen, dass BOM und die Maxis nicht kommen und Stress machen. Welche Hochzeit? Von United? Irgendwie sowas? Genau. Wir hoffen drauf, dass die BOM kommen, damit wir die wegknattern können. Was? Wir hoffen drauf, dass die BOM kommt, damit wir die wegknattern können. Bei der Hochzeit? Ja, weißt du warum? Ich habe nämlich gestern noch mit dem geredet. Mit wem? Mit dem Shorty von der United. Okay. Der hat mir erzählt, dass er herausgefunden hat, dass die BOM versucht, die aus dem Business rauszudrängen und durch jemand anders ersetzen wollen. Da, also so, das ist schon so, komisch, nachdem wir also, gestern mit United gesprochen haben, dass wir die da raushauen, ne? Pass und auf. Pass auf. Dann haben die mir gesagt, dass die bei den Maxis übernachtet haben. Wer? Die BOM. Dann haben die mir gesagt, dass die Hochzeit ist, dass die jenen eine Einladung gegeben haben und hoffen drauf, dass die vorbeikommen, damit wir die wegknattern können. Dann haben die mir gesagt, dass die auch drauf wollen. Habe ich gesagt, Alter, was wollen die? Auf die BOM, die wollen die wegknattern. Aber ich habe denen gesagt, die sollen das erst machen, nachdem wir mit dem fertig sind. Okay. Und vorher packen die nicht an. Dann wurde gestern die Maxis weggeknattert. Von wem? Von Yardies. Aber die denken, warum? Die denken jetzt, wir wären das? Die Maxis denken, wir haben die geknattert. Ja. Okay. Das hat mir auch gestern der Shorty da erzählt. Mein Kopf. Mein Kopf plötzlich. Pass auf. Da habe ich die Yardies getroffen. Die hat mir dann nämlich erzählt, dass die das waren. Und die sind irgendwie nur bei den Maxis vorbeigefahren. Haben die Maxis schon in deren Richtung geschossen. Ja, aber die bestimmt dachten, wir wären das, weil die BOM sich da versteckt genau. hat. Genau. Und dann haben die mal eben kurz einen Prozess gemacht. Und dann wurden die Maxis von den Drips ins Krankenhaus gefahren. Wer sind die Drips? Drips sind so braun-rote oder so. Warum fallen, okay? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Drips quasi die United in diesem Pilz-Business ersetzen sollen. Aber sind diese Drips nicht die Typen, die 150 die Woche zahlen? Damit die da überhaupt arbeiten dürfen? Dann wahrscheinlich nicht mehr. Brrr.
Gut, ne? Also versteckt sich BOM, versteckt sich. Und kuschelt mit, kuschelt rum da oben. Ja. Mit den Maxis. Ja. Und die, du weißt schon, dass die Maxis hier waren, ne? Ja. Weil die nämlich auf der Route hops genommen wurden und gefragt haben, ob wir das waren. Genau. Okay, wen knattern wir? Also, folgendes. Die haben nicht nur gefragt, ob wir die da hochgenommen haben. Sondern? Die haben auch gefragt, ob wir eine Gruppierung sind. Eine Organisation. Ob wir... Junge. Hör auf. Lass mich mit den allen in Ruhe, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Die sollen mir alle... Warte mal, die kamen her und haben gefragt, ob wir eine Gruppierung sind. Ja. Junge. Aber was meinen die mit Gruppierung? Keine Ahnung. Nicht, dass die noch irgendwann kommen und mich fragen, ob ich irgendwie einen Zettel habe, wo ein paar Namen draufstehen. Und die Alis haben Stress mit dem, weil die gestern noch die geschossen haben. Weil die da rumgefahren sind. Die haben keinen Stress mit denen. Die haben die jetzt einfach, glaube ich, einmal weggeknattert und dann war dann. Ich blick nicht mal durch, ne? Ich schon. Ich schon. Auf jeden Fall sind diese United-Typen jetzt total auf unserer Seite, Alter. Für mich klingt das jetzt nach Junkie Park und United. Hallo, und vielleicht sogar noch Yardies gegen BOM. BOM und Mexikaner. Ja, ja. Ich weiß, mein Kopf tut weh. Ja, frag ruhig. Und die kommen jetzt nicht nach Hause und die verstecken sich jetzt die ganze Zeit irgendwo. Bei den Maxis. Diese BOM-Leute. Ja. Die schlafen bei denen, ja. Die nächtigen Sollen wir dann bei den Nadis schlafen? Bruder, vor meinem Rasen habe ich gesagt. Passt auf. Ja, ist ja gut. Mach nur den Rasen nicht kaputt. Ja, ich verstehe schon. Und jetzt sagen die wahrscheinlich, wir waren das gestern bei den Maxis, damit die einen Grund haben, dass die BOM und Maxis gegen uns machen können. Mit 100%iger Sicherheit. Hm? Was denn? Was hast du gesagt? Die Maxis sagen jetzt bestimmt, dass wir das gestern waren. Oder dass die denken, dass wir das waren. Was die Yardies da gemacht haben. Ne? Ja. Damit die einen Grund haben, dass BOM uns abfangen kann und die auch. Ja, sollen die doch beide kommen. Meinst du, ich hatte ein Problem? Ja, wenn du kein Problem damit hast, können wir nach oben fahren zu denen. Ich hab auch kein Problem mit, juckt mich nicht. Oder wir sagen einfach, der Reese soll hingehen und sagen, wie ja, die sollen das gestern, war nicht Junkie Park. Warum soll das machen? Wir haben das auch nie gemacht, wenn wir irgendwie Scheiße gebaut haben. Alle haben gedacht, das wären die Yardies. Mir ist das egal. Die können beide kommen. Juckt mich auch nicht. Also keine Ahnung. Von mir aus können wir jetzt auch da hochfahren und sagen, was die für eine Scheiße rum erzählen, dass wir die irgendwie gestern geknattert hätten. Und dann kriegen die eine Ohrfeige oder so. Vielleicht sind die BOM-Spacken auch noch da, dann knattern wir die auch eben kurz weg. Dann nehmen wir deren Schlafsäcke mit, dass die da nicht pennen können. Da musst du den mal reinziehen, Alter. Ich würde am liebsten schon wieder pennen gehen. Egal, morgen Hochzeit. I love you, I love you. Cheese Miss California.
Oh oh. Also. Ja. Oh Mann. Hallo? Ich blick da gar nicht mehr durch bei dem ganzen Clusterverkehr. Ich will keine RP bewerten, aber wenn ich das schon wieder mitkriege, die übernachten da irgendwo anders bei einer anderen Gang und zusammenhalten, so Business und chillen ist ja was anderes, aber man sollte ja diese Kämpfe allein austragen und ich schlafe einfach ein bisschen. Stimmt, ne, erst Testprobleme, jetzt Serverprobleme. Oder das war ein Restart. Also ich guck mal in den Discord-Pommes im Starten. Da kam tatsächlich was, aber nur von Minecraft. Runter vor meinem Rasen, Junge. Nee, keine WoW-Pommes. Aber TeamSpeak macht gerade auch Probleme. Ich bin gemutet und im TeamSpeak links. Nicht gemutet. Also von dieser Anzeige her. Ich hab eine Idee. Wird bestimmt lustig. Was denn, Jess? Erzähl. Geister mit Da Vinci. Ach, Da Vinci ist ein Schisser, Mann. Ich weiß nicht, was auf dem Server los ist. Tabasco, dankeschön für 100 Bits. Und Wiped, dankeschön ebenfalls für 100 Bits. Mizzard, danke für den Prime am 18. Juduhu, danke für den Prime 3. Und Wiped, dankeschön für den Prime 18. Kampfhut 47, represent, Bruder, danke für den Restart am 3. Und Loni Avi, dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Und Impex, dankeschön für den Prime 14. Und Dr. Bissel, danke für den Prime 14. Gigant Nano, danke für den Prime 3. Mr. Game Us, danke schön für den Wisdom 3. Basti Croc, danke für den Prime im 9. Alle anderen hatte ich, glaube ich, schon. Wo ist denn der Shorty? Shorty im Chat? Ich muss mal... Wo muss ich hin? Nase putzen. Ich komme sofort wieder. Huckelu, Huckelu. Tja.
Monkey the Real, vielen lieben Dank für 5 gifted Subs, Brody. Merci, ich hoffe, die Leute haben sich auch bedankt. Danke für das Geschenk-Abo. Ja, den ersten sehe ich. Chat müde, Curtis müde, Server müde, Teamspeak müde, alle müde. Ich bin nicht müde, du bist müde. Ich bin müde. Ja. Ich bin müde. Ach, du Curtis. Ruhe. Ruhe. Schotti, da kommst du nicht drum herum. Wenn das jetzt gleich weiter abkackt, dann gehen wir Geisterjagen und du kommst mit. Ja, ja. Hallo? Ja? Hallo? Mulder, bist du müde? Ja. Ein wenig. Ja, Schatz, bin ich. Ich hoffe, dass du es selber merkst. Was hat er denn? Du Idiot. Was? Dummkopf. Julie? Ja. Wohin? Eine von euch. Eine von euch? Ey. Ja. Hä? Besorgt euch mal wieder alle Affenmasken. Warum? Hab ich im Auto. Warum nicht? Affenmasken, okay. Falls die Muss Scheiße ich die jetzt kaufen? Nee, aber falls die Scheiße jetzt wieder losgeht, dann will ich da mit Affenmasken reinrennen. Heute nur? Muss nicht heute sein. Okay. Decken sich da eh. Oh Mann. Ahnung, Alter. Meine ist im Auto, Bruder. Ich bin's eh. Ja, ich glaube, da gibt's noch. Da. Ich meine, die anderen von uns, die könnten mal versuchen, da jemanden zu erreichen, die nur bestimmt ein paar Nummern. Ach was, Bruder, was willst du denn hinterher telefonieren? Die verstecken sich aus ihrem eigenen Turf. Von ihrem eigenen Zuhause verstecken die sich. Frag den Feigl mal, ob die immer noch da oben sind. Da brauchst du nicht hinterher anrufen. Frag den doch noch, ob die, wo die sind. Johnny? Ja, warte mal. Achso. Tag, Tag, Amigo. Ich hab mal eine Frage. Hast du mal eine Ahnung? Weißt du noch, wo die sind? Oder sind die immer noch oben? Bei Maxis ist es eine Karre von denen auf jeden Fall. Hätte ja sein können, dass du nochmal mit dem Maxis oder so gesprochen hattest oder so. Dann haben wir dir nochmal gesagt. Ah. In die Fleck von den Nadis. Okay. Den schmeiß ich nachher dahin. Meine Nase läuft wieder. Ich danke dich trotzdem. Oh oh. Wenn irgendwas ist oder so, melde dich. Alles gleich hier in Haus rein. Er hat gesagt, keine Ahnung. Da willst du jetzt einen Suchtrupp bloß schicken. Irgendwann müssen die nach Hause kommen. Also die Jungs haben eine Karre von denen oben gesehen, ne? Ja, dann sind die noch oben. Jetzt kurz nochmal eine Bude. Und dann? Ja, ich komme nochmal eine halbe Stunde. Ja, Dings, soll ich dem Kiez das Geld geben oder nicht? Ja, weiß ich nicht, was ist denn da jetzt genau? Also das Geld von der Villa rechnen die davon ab, ne? Ja, die schulden uns noch 37.000, dann haben die in der Werkstatt, hatten wir 130.000 erbeutet, das durch 2 minus die Schulden, plus das, was die gestern gekauft haben, ist summa summarum für die ganze Kleidung, die sie gestern gekauft haben, ne, Kopfhose, Medi, bla bla bla, 160.000. Ich verstehe nicht, warum wir das zahlen sollen, wenn die das kaufen. Weil die das gekauft haben für die Aktion. Ja, haben die eine Quittung? Die können ja einfach sagen, die haben gekauft für 300.000. Ja, die können. Und die haben abziehen. Nur 50 bezahlt. Ja, okay. Zahlen noch nicht, nein. Entweder für vor allem, was wollen die mit einer Medico nicht kommen? Ja, wir können den trusten. Nein. Also kriegen die 160.000. Ja, gibt den doch. Scheißegal. Ja. Okay. Läuft da vorne der Jax?
Ja. Wurde der nicht gerade abgeknallt? Der sieht aber richtig fit aus. Von wem wurde der abgeknallt? Die Steffi meinte gerade, der wurde im Stadtpark abgeknallt. Kommt sie direkt nach hier, um uns die frohe Botschaft zu erzählen. Ich bin nochmal drin. Gut. Alles klar, bis später. Später. Dann würde ich sagen, schicken wir eine Nachtschicht hin, ne? Warum? Lass hochfahren, ficken wir die. Warum prügeln die sich jetzt? Doch nicht. Weiß nicht. Ja, aber... Wenn du keinen Bock hast, schicken wir Nachtschicht. Ansonsten... Ja, willst du jetzt zwei Leute angreifen? Ja... Ja... Okay. Wo sind die anderen? Wo rennen die jetzt hin? Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Die machen das neu. Hab ich doch gesagt, Da Vinci, wenn man das selber spielt, hat man mehr Angst, als wenn man es zuguckt. Ja, oder wir fahren nur hoch, ohne zu knattern direkt und sagen den Maxis im freundlichen Ton, wir hätten gern die Leute von der BOM. Hast du nicht mitbekommen bei den Yardies? Die Yardies sind da gestern Abend Nacht vorbeigefahren und die haben sofort auf die geschossen. Dann haben die Yardies die weggemacht. Ja, gut. Wir hätten denen schon Dank gegeben. Bademeister Pfön! Bitte kein Anschiss, bitte kein Anschiss. Heißt du Bademeister? Heißt du Bademeister? Hallo? Ja, hallo? Also, wie ihr jetzt mitbekommen habt, die pennen bei den Maxis. Ja, ja, haben wir doch gerade gesagt. Ja. Was wollt ihr machen? Sollen wir da hinfahren? Die Maxis also, haben uns gerade angeschissen bei den Bullen. Ja, ja, das ist diese Kopfspitze ist. Wir sind da vorbeigefahren, haben gefragt, wie teuer der Tesseract ist. Die haben direkt die Bullen gerufen und gesagt, ja, wir machen da Stress bei denen. Deswegen war der Typ ja gerade mit Undercover-Cop. Die haben unsere Karre geoutet. Ja, die haben gefragt, wer ist das, was wir gemacht haben da oben. Und wir haben gar nichts gemacht, wirklich. Das wird immer besser, ne? Das Ding ist, wir stehen da, reden mit denen, die holen auf einmal alle die Waffen raus und wir sagen so, wir wollen eigentlich nur wissen, was das für ein Auto ist und wie teuer der ist. Das haben die selber gemerkt, dass die dumm sind. Was würdet ihr machen? Ich würde heute die Mexikaner in Ruhe lassen, weil sonst die Cops uns richtig in den Arsch schicken. Aber warum? Ja. Nein, warte auf morgen. Morgen ist Hochzeit. Wenn sie dann nicht aus der Bude kommen... Okay, aber wenn die morgen nicht dahin kommen, fahren wir dahin, ne? Ja. Und dann also machen wir komplett Glattrasur. Also Mexikaner sind auch bei der Hochzeit. Safe call. Warum? Ja, haben die auch gesagt. Ich hab die gefragt, ob die morgen bei der Hochzeit sind. Dann machen wir aber auch... Ja, aber sind das Gäste oder machen die Stress? Nein, das sind Gäste. Die wollen da mit Anzug hingehen. Wahrscheinlich Anzug und Schal. Also keine Ahnung, wir haben halt wirklich nur mit denen geredet. Wir waren sogar... Ich kenne euer Reden. Nein, wirklich, wir haben wirklich nochmal geredet. Wir haben das schon gehört. Nein, das Ding ist, wir sind da durchgefahren, weil wir haben einen weißen und einen schwarzen Jugler gesehen. Ja. Den kannten wir halt von BOM und wir haben geguckt, ob die BOM-Leute da sind. Entweder sind die BOM-Leute bei dem im Haus oder die haben sich irgendwo da. Und die sind auch schon ready, ne? Also die Maxis sind da teilweise von den Dächern gesprungen auf einmal und so. Ja, aber das ist wegen den Yardies, weil die umgeschossen haben gestern. Ja, aber die Maxis da denken jetzt, dass wir das wollen, ne? Ja, die haben gefragt. Alter, die haben auch gefragt, ob wir die Flagge tragen von denen und so eine Scheiße. Ja, und aber wir sind orange in der Flagge mit Dollarzeichen. Nur kamen wir nicht. Ja, tun wir auch nicht. Der hat gesagt, orange in der Flagge, nicht gelbe. Ja, aber die müssen nur den Unterschied zwischen Orange und Gelb. Ja, die meinen die hier. Aber ist da ein Dollarzeichen drauf? Weiß ich ja, nicht. Aber die Yardies haben die wirklich weggeballert. Ich weiß. Das ist doch kein aber Dollarzeichen. Aber mein Gott, sind das Ölaugen. Ja, nee, da ist ja gestern was auf der Pilzroute passiert. Das meinen die. Ja, das waren nur die Yardies. Nein. Nein. Nein, das waren die. Das waren wir. Oh, Idioten, Alter. Hallo. Ruhe. Warum hast du eine Capri-Sonne und ich nicht? Ja. Juck, du Luder. Oder Durstlöscher, aber hat's hier noch Capri-Sonne gehört? Capri-Sonne. Ja. Seid ihr dumm? Hab ich irgendwas in der Hand aus meiner Knarre? Schwanz, du Bastard. Lass den los, Müller. Hey,
Gar nichts hab ich. Ja, nicht vor den anderen. Wo ist denn die Hochzeit morgen? Die Klala, glaube ich. Wir feierten da. Warte mal, die feiern in einem Rockerschuppen eine Hochzeit? Ja, ja, der Jax meinte auch, die wollen ein bisschen EDM und ein bisschen Rockermusik gleichzeitig. Ja, stimmt. Lass da morgen reingehen und alle Schwanz zeigen, ja. Ja, Mann. Auf die Brot pissen. Aber Götter, sie meinten schon, es gibt so Adapter, Müller. Es gibt eine Ruhezone und eine Musikzone. Und wer ist der DJ da, der Jax? Ja, Jax. Dann glaube ich, geh nix. Ruhezone von wegen. Da bewegt sich der Jax einmal durch den Club. Der Jax soll einmal kurz auf Klo gehen und Pause machen. Also wenn die BOM morgen da nicht sind, dann bin ich richtig traurig, jetzt zerfickt deren Arschlöcher, ne? Aber nur... Magst du das? Yeah, ja, aber haben sie was zu sagen. Okay, sorry. Aber sag doch mal ehrlich, die verstecken sich die ganze Zeit, haben Angst, wir können nicht mit denen reden, nicht mal ins Telefon gehen. Also ich bin dafür, wenn die morgen auch nicht da sind, dann sorgen wir dafür, dass die schließen. Wenn die morgen nicht da sind, haben wir Krieg gewonnen. Ja. Was für ein Krieg? Weiß ich nicht. Noch ist das kein Krieg, aber das wird jetzt zu einem Krieg. Also ich habe da schon einen Schlachtplan gemacht. Dame auf B2. Morgen mit. Springer auf D4. Springer auf E5. Rush B. Versenkt. unsere Autos kommen. Guck, wie schön die sind. Das ist unsere? Ah, ja, unsere Autos. Außer jetzt in Torno hat Jeff wieder reingeschissen. Ja, das... Ist das vom Dretz meine Wagen? Ja. Wo habt ihr lackieren lassen? Ja. Ja. Den Tourismo. Der sah scheiße aus, hat Jeff jetzt orange gemacht. Wann ist denn die Hochzeit? Wie viel Uhr? Weiß ich nicht. Oh, das ist eine Warte, ich hatte eine Flyer. Wollen wir deinen Geiselname machen mit Frank? Ich hatte irgendwo eine Flyer. Frank, nee, dein Tourismus noch rot, der steht hier. Der wird, glaube ich, schon mit einem Tower hochnehmen. Ja, Mann. Ich noch nicht 21:30 Uhr. Okay. Das ist in der Westside. Das ist nicht im Tiki-Lala. Nee, ich. Das ist in der Westside, in diesem Security-Ding. Was für ein Security-Ding? Oben bei diesen Pacific Bluffs, dem großen. Bei dem Parkhaus. Über dem Parkhaus. Ach, na, ich glaube, da ist aber die Trauung. Nee, da ist Party. Also heiraten die jetzt im Parkhaus, Hochzeitsparty. Oder was? Hochzeitsparty. Ja, vielleicht haben sie sich auch das erste Mal im Parkhaus kennengelernt. Aus einer Clubnacht. Gegenüber heiraten die. Ich hab doch Flyer. Hast du meinen Schlüssel, Max? Ja, ich auch. Ja. Schön mitten auf dem Highway. Hier, guckt euch den Flyer. Hier, ja, Mann, Flyer. Dann überfahren werden. Nimm ihn in die Hand, den Flyer. Hier. Finn, was sagst du? Sieht top aus. Sieht geil aus, oder? Wer ist denn Lift bei denen? Die Frau. Bruder, ich ganz ehrlich, Chat, ich check hier geh nichts mehr. Ich weiß nicht, wer hat. Und Shorty Night, Alter. Noch kurze Nacht. Ich check hier gar nichts. Ich bin so froh, dass ich kein OG oder so bin, ne? Da Johnny sich die ganze Zeit reinziehen kann. Ach, da oben ist das. Da oben mit dem Pool und so, wo man so hochgehen kann. Ach, da. Absolut scheiße ist das da oben. Wer feiert denn da Hochzeit? Mitten am Highway, die ganzen Autos nerven doch. Ach du Kacke. Die müssen. Aber die Yardies sind auch bei der Hochzeit, ne? Das sind alle. Aber alle Gangs. Aber hä? Wer heiratet denn überhaupt? Ich glaube, jemand von United. Ja. Der OG, Short oder? Ist der OG. Der scheiß Inzuchtschuppen, ne? Phil und ich heiraten übrigens auch, ne? Ja. Aber machen wir undercover. Ich wollte ihm. Ich hab schon extra gesagt, ob ich Strauß fangen darf. Der will extra zu mir werfen. Ich kenne ein gutes Blumenmädchen für euch. Der Jax macht das. Ja. Nee, der ist zu dumm. Der ist zu dumm. Warte mal, der Jax wurde doch gerade angeschossen, ne? Wie, hat mir nicht erzählt? Ja, beim Würfelpark. Ja, warum rennt der denn jetzt rum wie blühendes Leben? Ich frage ihn. Ja, das fragen wir uns auch. Der humpelt ja nicht mal. Ja, weil. Lass den nochmal anschießen. Ich hab gehört, du wurdest angeschossen, Jax. Von wem? Der hat sich wohl bei einer Schlägerei eingemischt. Selbst schuld. Ist der Jax eigentlich jetzt kriminell? Du musst mir schon genaueres sagen, wenn ich dir helfen soll. Wenn du das bei dir lassen willst, dann ist mir das egal. Ich hätte ihn jetzt gesucht für dich, aber so habe ich keinen Bock drauf. Habt ihr die Einladung gesehen? Was passiert heute? Mhm. Welche Einladung? Nö. Also. Ja, ich habe doch den Flyer. Will den haben, nimm ihn in die Hand. Ja, ich kann dir auch vorlesen, Bruder. 19:30 Uhr. Hier gibt's keinen. Treffen Sie sich am Trauplatz. Morgen? Die Zeremonie beginnt um 20 Uhr. Im Galaxy. Wir heiraten wir Oma. Du musst. Heiraten! Also für Galaxy. Oh, das ist doch jetzt Kiez. Hochzeitsfeier im Kiez, Galaxy. Ja.
In Klammern. Ja, aber morgen hat er ja auch Bahamas, also Cube. Nein. Da wird nichts los. Also, okay, na schön, dann heiraten wir halt. Was? Wie du willst. Oh. Bist du bescheuert? Darf also der ist halt, ich das dachte, ist ja, so du ein Dümpfer, aber ne? Dann das ist ich ja. Hast du mir gerade einen Antrag gemacht? Du hast mir gerade einen Antrag gemacht. Pack den Cockring wieder ein, Mila, das ist für nachher. Das ist kein Cockring, das ist ein Pipi-Ring. Sorry. Damit du im Stehen pinkeln kannst. So, Mila, da ist ein Penny. Wo ist ein Penny? Weg von meinen Füßen da. Steffi. Ja, ich ja. will. Guck mal, die macht dir einen Antrag. Dankeschön. Aber ich, nein. Es gibt doch gar kein Kleid in meiner Größe. Falls wir irgendwann mal heiraten sollten, mach ich mir wieder lange blonde Haare. Ich kann meine Granny anrufen und wir müssen ein neues Ritual einführen. Ja. Was denn? Für jede Sünde, die man gemacht hat, einmal im Pool rennen hier vorne. Nur Geld in den Pool werfen. Willst du, dass ich 3 Jahre hier aus dem Pool laufe, oder was? Ja. Ist ja schon ein bisschen schwabbelig. Genau, lass mir für jede Beleidigung läuft jemand im Pool. Ja. Ey, weißt du, wie was ich beleidigt bin? Lauf im Pool. Lauf im Pool. Mach ich nicht. Lauf im Pool, selber. Memo. Lauf selber. Dumme Wichserschweine, das war Spaß. Am Kreuz bin ich stumm. Also, das heißt, wir halten die Füße still da so. Ja, heute. Okay. Ich glaube, ich müsste sogar öfter im Pool rennen für jede erschossene also Person. Also chillen wir heute, ne? Ja. Und morgen bei der Hochzeit Geld gucken heute. Wir. Was mit der Nachtschicht? Der Hochzeit. Heute die Hochzeit. Weiß nicht. Max, ist heute Nachtschicht? Ich dachte schon, ja. Ja, so wie du wieder aussiehst. Wie gesagt, wir können ja... Aber Hulk Hogan gefällt ihm am besten. Ja, ich hab Halsschmerzen. Der sieht aus wie Kevin Allianz aus, als wurde er gerade wach und merkt, dass seine Familie nicht da ist. Wegen seinen Haaren so stubbelig. Ah, die Brille ist Killer, ne? Ja, Mann. Ja, ich dachte schon, dass wir heute nochmal... Wo ist denn Hase? Hase ist da hinten, oder? Hallo, ich frag dich das nicht alleine, das ist mir peinlich. Was denn? Bei wen was fragen? Ist das crazy? Ja. Boah, ich hab jetzt nicht Bock, nur mal alles zu erklären, ne? Crazy. Ich wollte eigentlich durchpennen. Nein. Memo. Ah. Wir haben es heute vor 10. Ah, sick. Na, wenn das nicht crazy ist. Ist das Hase? Bin ich wieder schuldig, oder was? Ja, definitiv. Ja. Also hört mal kurz zu. Ja. BOM versteckt sich bei den Maxis. Hase, nicht sofort loswerden. Ja, ist okay. Nein, wir fahren nicht zu den Maxis heute. Wir fahren nicht zu den Maxis heute. Heute ist Familientag. Nein, wirklich. Hört mir zu. Wir fahren nicht zu den Maxis heute, weil die Cops sind da schon auf der Kika. Wenn die uns ficken, geben die uns Maximalstrafe. Wirklich jetzt. Morgen also, Spätschicht, okay? Ja. Okay, nein, morgen ist so eine Hochzeit von United. Da sind die auch. Und wir hoffen, dass BOM auch dahin kommt. Ja, guck mal, ist doch optimal. Und ja, die Yardies haben gestern die Maxis abgeknallt. Ja. 4 gegen 14 haben alle gelegt. Warte mal, die waren nur 4 Leute? Weiß ich nicht. Da muss ich mich kurz beschweren gehen. Warum? Weil die nicht mehr mitgenommen haben? Ja, weil die nicht gerufen haben. Maximaler Disrespect. Ja, Junge, ein Auto ist hingefahren. Aber das ist doch lebensmüde. Ja, aber ist doch genauso wie die BOM. Ihr wart doch gestern bei den Maxis, ne? Nein. Ja, wie nein, na klar. Nein. Das haben deine Jungs doch schon gesagt. Nein! Boah, wie nein? Dann weißt du nichts davon. Ich weiß davon nichts. Ja, ihr habt gestern die Maxis gebrettert. Ich weiß davon nichts. Okay. Curtis, warum? Weil ich gerade gehört habe, dass ihr nur mit 4 Mann da wart und die waren mit 14. Hört sich jetzt nicht ganz richtig, ist von 12, aber ja. Und die waren mit 4 Leute nur. Ja, ja. Was haben die mit aber Steine diese... geworfen oder was? Nee, aber die sind immer als erstes ein 3er-Auto gekommen, dann ist ein 4er-Auto gekommen, die sind dann immer wellenweise gekommen. Halt auch voll dumm. Und ihr geht morgen auch zu der Hochzeit, ne? Anscheinend schon, aber ihr seid da, um zu gucken, dass es keinen Stress macht. Die wollen, dass wir da sind, damit keiner Stress macht. Weil die Leute wohl anscheinend ein bisschen Respekt vor uns haben, was ich wohl nachvollziehen kann. Wer hat denn vor euch Respekt? Ihr seid voll die Lutscher. Also, ich glaube, ihr seid die einzige Partei in der Stadt, die keinen Respekt vor uns hat. Was? Safe call. Ich habe das nicht verstanden, das war zu schnell. Ich? Ich glaube, dass ihr die einzige Partei hier in der Stadt seid, die keinen Respekt vor uns haben. Ja, so gesunden menschlichen Respekt, ne? Aber keine Angst. Ja, das ist es eben. Ich meine, komm einmal vorbei, dann gibt's Bretter. Ah, die Schnauze, Digga, wäre die ganze Zeit wie ein Fan mit meinem Fleck rum. Ach so, du meinst das Fleck, was ich benutze, um meine Nase zu putzen? Ah, super, dann bist du außerdem habe ich vorhin wieder einen von euch umgeklatscht, ne?
Hast du das? Ich hab keine Angst vor euch. Ich hatte euren Hausmeister weggewichst. Was hast du? Ja, ich hab euren Hausmeister weggewichst. Sei froh, dass ich meinen Rollerschlüssel nicht dabei hab. Na gut, Curtis, ich muss jetzt mal auflegen. Ich muss schon. Hau rein, Bruder. Peace. Peace. Dreckige Scheiße, Aldis. Arrogante Mistviecher. Haben die Boombox an? Nein, komm her. Mein Lied, alles gut. Ja, hör noch zu Ende. Curtis, komm bei mir. Ist schon. Tschüsse. Ist zu Ende. Ey, da sind Schüsse. Hallo, ich bin Kriegsreporter. Ich lehne mich am Baum, dann trifft mich keiner. Mhm. Du bist doch gar nicht im Boden dann. Ach so, nee. Die waren mit 4 Mann gestern da. Und die anderen waren 12. Gut. Wenn mich nicht alles täuscht, fielen gerade Schüsse. Bah! Bah, Steffi. Ja, Entschuldigung, muss raus. Bah! Braucht gut, oder? Bah! Bin ich besser in der Hundefutter? Ja, ich hatte Hunger. Ich hab Gulasch gemacht. Gulasch? Mhm. Aus der Dose. It's good. Jetzt sind alle weg. Alle schon. Hallo, Motherfucker. Hi. Hallo, Jess, du bist doch Krankenschwester, ne? Ja. Ich bin Arzt. Du bist Arzt? Ja, was? Sanitäter halt. Okay. Wenn meine Nase die ganze Zeit läuft. Ja, was kommt da raus, ist die Frage aus der Nase. Nee. Und mir ist kalt. Obwohl ich Sachen dann hab. Was heißt das? Dann hast du wahrscheinlich eine Erkältung. Oh mein Gott, die machen Autorollen. Und was muss ich gegen Erkältung? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Erkältungsmittel aus der Apotheke. Okay. Es sei denn, die läuft aus der Nase Blut. Okay, nö, kein Blut. Gut. Wenn das Schnupfen ist, dann... Taschentücher und Erkältungsmittel. Okay. Und du musst am Park aufpassen, ne? Warum? Weil wir haben ganz viel Ärger. Ja, ich wurde gestern schon weggetasert. Wo, am Park? Ja. Warum das denn? Vom FAB, weil die dumm sind. Warum war das FAB hier? Gestern, die haben Chap hochgenommen, ich war halt auch da so. Am Park? Ja. Der wollte halt einen Typen irgendwie 50 Joints verkaufen. Aber der hat den halt gesnitcht bei den Cops. Dann kam das FAB. Ich hatte Kopfschmerzen, kam halt wieder zu mir so. Wurde dann aus dem Nichts weggetestet, weil ich einen Schritt beiseite gegangen bin. Und, ich habe aber vorher keine Ankündigung oder so gehört. Also hat zu mir nicht gesagt, bleib stehen oder so. Hat einfach losgetestet. Direkt Handstellen und wollte mich direkt ins Auto stecken. Also Chap wurde verhaftet, weil den niemand verpetzt hat. Genau. Und mich wollten die auch direkt ins Auto stecken und mir noch anhängen, weil ich ja Medizinerin bin, dass ich Drogendealern Medikamente besorgen würde. Dann habe ich mir einen anderen Agent davon geholt, der Anglöhrer war und mich überlabert, hab denen dann gesagt, dass ich bei der CSU auf eine Liste stehe. Und Fischer? Ja. Was, Steffi? Die haben VIP-Tickets zur Knatterei von Fischer. Was für Tickets? Und Jessie muss auflegen. Ja, mach das. Ja, mach das. Was, ich will auch zugucken. Wo, hallo? Wer schießt, wo? Ach, die Cops haben knatter Reihe am Leuchtturm, die gehen sich erste Reihe Tickets holen. Aber mit wem? Weiß ich nicht. Beim Leuchtturm. Was für ein Leuchtturm? Ich weiß es, Kürbisfeld bestimmt da oben. Wie Hasen, du bist nicht der Meld? Ja, du hattest doch gerade schon den Luftbummeln an. Ja, das ist ja nur zugucken, ich hab grad mitmachen. Also. Aber ich geh da nicht zugucken, das ist ja lebensmüde. Da kann ich mich ja nicht beschützen. Ich hab deine Symptome gegoogelt, ne, Curtis? Ja, was hab ich? Nasentumor. Ich hab keinen Nasentumor. Über sowas macht man keine Witze. Aber das ist Google. Google ist ein scheiß Lugner. Keine Sorge, man kann über einen Nasentemperatur... Ausatmen.
Was kann man wo? Okay. Ein Nasentampon. Nasentransplantation. Ja, genau, da kannst du. Bitte Michael Jackson. Ja, ich kann dir meine Nase geben. Aber dann sehe ich aus wie ein Schwein. Ich sehe nicht aus wie ein Schwein. Und jetzt habe ich sein Handyladen an meiner Nase. Hey, ich sehe voll schön aus, voll cute. Spiegeln, Spiegeln, in meiner Hand, sag, wer ist die Schönste im ganzen Land? Nicht du. Oh, Besitzerin, die ich sehr begehre, das zu beantworten, fällt mir gar nicht schwer. Natürlich bist du die Schönste im ganzen Land. Und deine Texte teilt und weltbekannt. Ja, danke. Siehst du? Das hast du selber gesagt. Gar nicht wahr. Ich muss über mein Leben nachdenken. Oh, verstehe. Lieber Gott im Himmel, was mache ich hier eigentlich jeden Tag? All meine Freunde haben Kinder, sind verheiratet, am Eigenheim, gründen Familien, fahren im Urlaub, haben ein schönes Leben. Und ich sitze hier und ziehe mir jeden Tag so eine Scheiße rein, Alter. Wir gehen ins Lottiges. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Ja? Mir gefällt mein Leben. Hey, okay. Du dürfen uns nicht allein lassen. Wir haben uns allein gelassen. Sollen wir noch Coldies? Ja, ja, ja. Hanse, kommst du mit? Ich warte, bis der Crazy und der Avo kommt. Dann fahr ich noch runter. Wo ist denn Jack und so? Die waren doch gerade hier, die gehen auch da hoch. Die sind alle dahin. Komm, wir fahren mit Roller. Ja? Seid ihr zum Leuchtturm gefahren? Ja. Und wer schießt da rum? Weiß ich nicht. Weil er ist nicht auf. Was ist das für ein Tor aus? Den kenn ich nicht. Wolltest du mit? Warum soll ich mir angucken, wie Leute erschossen werden? Weiß ich nicht. Ich fahr dafür extra in den Norden. Ich geh jetzt nach Coldies mit Milo. Okay, dann kommen wir gleich dahin. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Das ist der Jex. Ich hab schon gedacht, vielleicht eine Bedrohung. Wir gehen nach Coldies. Alle verrückt. Halt dir die Stellung, Hase. Natürlich, ich passe hier auf alles auf. Okay. Grüße, wo sind sie? Also, ich habe gehört, auf hohen Dächern kann man am besten nachdenken. Worauf bist du denn hinaus? Nein, das hat der Hase gerade gesagt. Auf hohen Dächern kann man am besten nachdenken. Kann man bitte halten? Ja, der ist doch ein Dachdecker. Gedankengut. Pass auf, da kommt ein LKW. Boah, das war knapp. Herr Wo, ich hatte ihn gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, der war voll schnell. Boah. Das war bestimmt illegales Elefantenrennen. Ja. Glaubst du, hier gibt es Elefantenrennen? Ich bin ein bisschen frech heute. Oh mein Gott! Was zum... Oh, es tut mir leid, die Dame. Was zum... Hey! Sag mal! Mit Dame war der andere, war die andere Dame. Ihr seid gemeint. Doch locker mit 1000 km gefahren. Locker. 1002. Und kämm deine Haare, Avo. Siehst aus wie ein Dorf. Kämm du doch! Du siehst aus wie Schande. An die Dame, an der Halloween ist vorbei, ne? Kurz Info. Das ist bitte? Richtig weich. Halloween ist vorbei. Ja. Aber eine Zeit an Schandmaul. Spuck rein! Schandmaul. Du hast vergessen zu spuckeln. Oh. Wow, hast du Cross, ja? Warum fahren wir nicht dahin gucken? Wohin gucken? Du willst die Leute sich abknallen. Oh, oh. Das ist dumm. Ich möchte, glaube ich, nicht sowas sehen. Aber du willst heiraten. Du willst heiraten. Du
du willst heiraten. Du hast... Wie stehst du da? Was, wie steh ich hier? Wie ein Mann. Ich stehe wie ein Mann. Du hast gesagt, ja, ich will. Wann? Na, gerade. Aber wir können nicht heiraten. Können wir nicht? Na, wir sind verwandt. Oh, echt? Ich glaube, ich muss ganz schnell dahin hin. Ich komme mit. Doch dahin. Oder bist du ja gar nicht? Du heißt mit Nachnamen anders. Hm. Wie heißt du mit Nachnamen? Morgan. Morgan. Ja. Und ich? Kusch. Musst du wirklich überlegen? Kusch. Dann geht das. Dann geht das. Aber dann muss ich Ring kaufen, ne? Und wir müssen alles planen. Oh je. Was für Blumen gibt's bei uns auf dem Highway-Hochzeit? Ich wäre für... Lilien. Lilien. Oder Sonneblume. Sonneblume. Ja, Sonneblume. Ich bin auch eher so ein sammlicher Mensch, weißt du? Und dann brauchen wir einen Pharao. Ja, und ein Fahrrad, womit wir danach wegfahren. Aber du weißt schon, dass, wenn wir mal heiraten sollten, dass meine ganze Familie einlädt, ne? Und dann kommt die ganze Stadt fast. Aber das gibt auch viele Geschenke. Boah, sollen wir so eine Scheinhochzeit machen? So eine Fake-Hochzeit? Ja. Damit die uns Geschenke geben? Wir laden alle ein, die wir kennen. Ja, okay. Die schenken uns Geld und Autos und so. Naja, wir kennen nur Penner, die schenken uns Geld. Stimmt, Alter. Wir kennen nur Penner. Ja. Aber manche davon haben nur Geld. Ja, aber glaubst du, die kaufen uns dann was? Cooles? Wie eine Giraffe? Weiß nicht. Ich will keine Giraffe. Ja, dann Wackelkopf. Du hast doch schon Wackelkopf. Gar nicht wahr. Ich brauche eine neue Nase. Ja, das sehe ich dich. Boah, hab ich mich erschrocken. Komm, wir schlagen den zusammen und kauen seine Nase. Aber der ist bestimmt ein Gangster. Aber wir doch auch. Wir sind doch keine Gangster. Ey, guck mich an, ich bin richtig Gangster. Ja, zeig, mach mal Pose. Was? Zeig mal deine Gangster-Pose. Zeig, wie hart du bist. Du siehst aus wie ein Kindergartenkind. Du stehst da wie ein Trottel. Ja, und weiter? Weiter? Ja, zeig, wie krass du bist. Und was heißt das? Ging, ging. Motherfucker. Aha, und was kannst du noch? Du siehst aus, als hättest du deinen Ranzen zu Hause vergessen. Das ist nicht wahr. Da fehlt nur noch das Pflaster auf dem Auge. Ey, Mann. Ja, zeig, wie Gangster du bist. Oha. Unfall auf der A49. Ja, okay, bisschen Gangster bist du, ne? Ja, schon, ne? Komm. Ja, natürlich. Es ist rot. Nimm meine Hand. Mia. Einfach, wie soll das gehen? Man darf nicht alleine um die Straße. Lauf. Aber es ist rot. Ja, aber wir haben Hand. Das war knapp. Mhm. Ja, ich dich sehe, aber... Ja, sieht voll krass aus, wie du läufst. Ja, ne?
bin halt nicht der Gangster. Pass auf, ja? Okay, ich pass auf. Oha, halber Logan. Oh, je, je. Aha, aha. Ein Sack Zwiebeln. Je, je. Ein Sack Zwiebeln. Oh, die pugeln sich. Oh, keine Ahnung. Hallo, warum wird sich hier gepugelt? Moin, Schicker. Keine Ahnung, Mann. Oh, der hat zwei auf einmal weggehauen. Oh, und jetzt tritt er auf seinen Kopf drauf. Ja, Cody, läuft. Der wird ein geiles Team. Der hat mit einem... Oh, da hinten prügeln sich noch mehr Leute. Oder? Oh. Nee, nee. Ich kann das nicht erkennen. Komm rübergerannt. Ja, wollen wir dem mal gratulieren gehen, wa? Boah, der hat mit einem Schlag zwei Leute verhauen. Vor allem Anton oder so, ich gehe jetzt mit mich und zack, liegt derselbe. Die Blase muss platzen. Blase, die Welle lebt. Die Welle lebt. Hey, Curtis, die Spieler. Ist nicht tot. Ja. Da drin ist heute alles auf John sein Nacken. Okay. Wart ihr nicht bei der Schießerei? Nee, der hat uns angeflunkert, der scheiß Kopf. Der wollte euch bestimmt nur aus dem Park weglocken, damit Leute kommen. Einmal Tickets bitte für die Schlägerei. Hast du gesehen, der hat mit einem Schlag zwei Leute weggehauen, ne? Oder einmal reiben geht auch. Curtis reibt. Nö, Mila reibt. Nee. Doch. Ich hab gar nichts dabei zum Reiben. Ich will Curtis, deine femininen Hände. Die von Mila sind viel zu narbig. Bah. Gar nicht. Doch, das stimmt. Das ist nicht wahr. Bimin Dummkopf. Ja, ja, die extra teure. Die ist gerade fertig geworden. Hallo, ich komme. Komm mal her. Die beiden hier kriegen auch auf John seinen Nacken. Alles klar. John bezahlt. Jeje. Tag. Balanzahlen Pommes. Deine Chili Cheese Nuggets. Quillage. Ja, danke. Kannst du haben. Schön. Was? Hallo, was wollt ihr essen? Ich möchte gerne mein Quarkwappen-Eis. Okay, und der Herr? Bitte. Ich hab schon bestellt. Und von mir okay. Auch? Okay. Mila, willst du ein Spielzeug bei deiner Bestellung dabei? Ich nehme... Ja. Den hässlichen Cousin? Eis der Zitrone? Das ist so eine kleine, dicke Spielzeugfigur mit einem schiefen Kopf. Und wenn man den auf den Bauch drückt, dann sabbert der. Oder willst du den dicken Körper dabei haben? Ich will was Cooles. Ja, wir haben nur den dummen Cousin oder den dicken Körper. Hunger, Hunger, Hunger. Dann will ich aber beide. Frau, kann man dich helfen? Beide? Bist du Sammlerin? Ja. Was? Okay. Ob man dich helfen kann? Mir? Guck dir die doch mal an, die ist nicht mehr zu. Das ist ein Garn. Ja, das stimmt. Älter Herr. Weg von hin. Entschuldigung. Danke. Ich bin da, ich musste kurz John verprügeln. Ja, ja, alles gut, der zahlt heute alle Rechnungen. Bist du ein Indianer, Frau? Der zahlt alle Rechnungen? Nein. Bist du aus dem Film Arbeit? Was bist du, ein Stinkeln? Das ist ja leid. Eine Azteken. Aztekas? Ja. Und was machen Aztekas so? Ich verkaufe Steine. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und die kleben sich so Seesterne auf die Augen. Oh ja, mein Lord. Seesterne auf die Augen. Ja. Ja, also. Was damals haben wir coolere Sachen gemacht. Cody, du musst dir mal die Sachen ölen. Das knackt dir voll. Hallo? Warum klingt das so, als wären die in einem anderen Raum? Hier ist doch nur eine Theke. Ja, die stehen vor dem Fenster. Ach so. Mila, bestellst du mir was mit? Was willst du? Du weißt doch genau, was ich will. Hilfe! Ich will das, was du willst, nur zweimal mehr. Okay. Bestell ich. Mila, leg mal deinen Bauch auf die Theke. Mein Bauch, warum? Ja, dann mach mal. Ja. Du musst den hochheben und so, wie Steffi das macht. Guck mal. Den Bauch hochheben und einfach auf die Theke draufhauen. Das ist alles Barbezahl. Da, ja? Mila, einmal deine Bestellung. Machst du Mila einen Heiratsantrag oder worum gehst du rum? Der Curtis wäre auch Quarkwappen-Eis, aber zwei. Nein, ich will doch Burger und Schokshake. Und John bezahlt alles. Richtig, es geht alles auf John.
Okay, dann kriegst du jetzt erstmal hier das so und dann gehe ich auf die andere Seite vom Tresen und nimm eure Bestellung auf. Muss ich, ich hole ihm den LKW, wenn John bezahlt. Da, wer hat denn noch nicht bestellt bei euch? Ich! Ich war erst da. Ich war erst da. Ich war zuerst da. Seid ihr nicht alle mit demselben Auto gekommen? Nur wir sind gelaufen. Ja, ist egal, ihr kriegt euer Essen eh gleich zeitig. So, haut da raus. Ich will da 2 Cheeseburger und 2 Schokoshakes. Und einen Kaukwappen-Eis. Bitte. Ich will auch noch einen Schokoshake. Ein Schoko, right? Okay, der Cheeseburger mit allem? Mit was? Mit allem. Salat, Tomate, Gurke, Zwiebeln. Ohne Tomate, ohne Gurke. Also nur Salat und Zwiebeln. Okay, Steffi. Und Käse, ne? Darf ein Cheeseburger normal, Curtis? Ah, ja, aber es gibt doch Cheeseburger ohne Käse. Und Chicken Nuggets Eis, 2 Stück noch. Yay. Müssen wir gucken, ob wir die vorrätig haben, aber schau. Und nein. Ich will noch einen Huckelur am Stiel. Was am Stiel? Ein Huckelur am Stiel. Ein Huckelu? Habt ihr sowas nicht? Nee, das haben wir nicht so. Okay, ich geh raus. Wo sind denn alle meine Freunde? Hallo, Motherfucker. Hä, die waren doch gerade nur hier. Artis Arin, danke schön für den Prime 9. Flying Star, danke für den Resub 8. Der Tierarzt, danke schön für 200 Bits. Und nochmal für 200 Bits. Best Fanatic, danke schön für den Resub 16. Ripke, danke für den Prime 17. Und Jay, danke schön für den Gifted Zappern. Super Lucky 5. Super Lucky 5. Alle meine Freunde sind weg. Bestehen, Mann. Warum erschreckst du dich? So hässlich bin ich nicht. Nein, ich bin vom Auto Hallo. Gefallen. Also. Ja, ja, ja. Warte, Schalter 1 war schon keiner, Mann. Schalter 2 jetzt auch nicht. Ich hab eingeatmet. Ich bin so unfreundlich. Komm, wir fahren weiter. Oh, ich hab in eine reingebissen. Hauch mich mal an. Ah, Taxi ist da. Ach, Mann, ich hab vergessen, meine Nase ist zu. Und guck mal, die haben schon mal die Klappstühle ausgepackt. Ja. Ich will auch ein. Nehmt ihr eure Klappstühle überall mit hin? Hallo? Ja. Habt ihr eure Klappstühle überall mit hingenommen? Ja. Ein Räder drunter. Warum hast du die Socke von Crack auf dem Kopf? Stinkt die nicht? Er hat mir die ausgeliehen. Nee, ich hab die gewaschen. So, wir würden jetzt mal gerne was bestellen, weil irgendwie hat der Schalter heute zu. Ja, eben. Da knutschen Leute auf sein Auto. Wo? Ja, 2-mal die Gutscheinnummer 101. Ja, dann müssen wir wissen. Ihr dürft ja nicht knutschen, ne? Wie bitte? Mila sagt, ihr knutscht hier. Nein, ich hab mich reingepirscht. Erst sitze ich hier. Aber ihr seid doch verheiratet. Nein, noch nicht verheiratet. Aber verliebt, verlobt, verheiratet. Steffi und Joko, set me on a tree. A-I-S-S-I-N-G. Was? 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 Wie denn? Stehst du heute Abend bei mir? Kann ich machen. Okay, ich geh ein Stückchen weg. Ey, schubst mich nicht. Darf die Lila auch mitkommen? Oh, zu viert? Nö. Aber getrennt. Nein, nein, nein. Nicht mit Joko. Der stinkt. Das stimmt gar nicht. Klar, du bist der Großcousin von Quack. Das stimmt gar nicht. Und der Tante von Jamar. Genau. Bah. Mein gute Volle. Ja, dann gehst du nachher nochmal duschen, ne? Geh mal duschen. Ich geh jeden Tag duschen.
Nein, Auslacke, die soll nicht vom PC hängen und zocken. Meine Schwester ist eine erwachsene, gestandene Frau. Die soll nicht der Sucht verfallen. Halt auf, die anzustiften. Pass dich aus. Du hast ein Argument. Nicht mit mir an, ich zerstör dich von oben bis unten, Motherfucker. Mila, du bist heute schon ganz lange aggressiv, ne? Der hat vorhin meinen Klappstuhl kaputt gemacht. Wie, der hat den Klappstuhl kaputt gemacht? Der hat den Klappstuhl umgetreten. Oha. Ich hab Karate-Kick gemacht. Aber jetzt mit dem Hasakaki-Schlag. Fech. Ich Alter. Selber schuld halt einfach irgendwie auch, ne? Ja. Selber schuld auf jeden Fall. Sie kam einfach an, wir wollten bestellen und dann hat sie uns kaputt gehauen. Ich hab nichts Unrechtes gemacht. Doch. Definitiv selber schuld. Hey, ist angepisst, ne? Warum? Weil wir nicht gewartet haben auf den. Was meinst du mit warten? Ja, der hatte Kopfschmerzen. Der Hund, der konnte doch herkommen. Noch. Ja, zwei will Minuten. Ist doch hier um die Ecke. Ja, will der nicht, keine Ahnung. Der gute Hase. Wo sind denn Jack und so? Ach, die waren gerade auch noch hier. Alle weg irgendwie. Ich glaube, der sucht sich eine neue Lunge. Komm weg, Cody, ist Ihre Bestellung bitte. Wo bleibt mein Schokoshake? Wo bleibt unser Coupon? Ja. 52 und 101, bitte. Ja, und 187, die Milchshakes. Ja, genau. Lila, Schoko. Ja. Sehr. Dankeschön. Wer war denn mit Jack und weg? Hallo. Ich weiß nicht. Ich hatte zwei Schokoshakes und drei Kriminelle, glaube ich. Wie viel Chicken Burger hattest du? Hallo. Ja, wo bist du? Ich bin gerade wieder Park. Ja, bist du sauer auf Abo? Wir brauchen ja für Milchshakes, weil ist die. Nein, warum? Wieder kaputt, oder? Weil du hattest Kopfschmerzen. Ja, und dann? Sind denn die weggerannt? Nein. Was anderes, weil die kein Auto geholt hatten, Junge. Deswegen, weil die lost sind. So. Egal, scheiß drauf. Deine Schokolade. Ich weiß einfach noch, was ist. Ja, sonst noch. Danke. Ja. Und ein Kaukrappen-Eis. Und ein Schokolade-Eis. Danke. Das kommt sofort. Was? So, sonst mach ich dir den Zug. Ihr habt dem Hase sein Herz verletzt, ne? Ja, warum? Der hat geweint am Telefon. Warum bückst du dich nach vorne? Wo ist er denn jetzt? Also kommt er jetzt, oder? Im Park. Ruf den mal an. Maschallah. Ihr habt sein Herz getötet. Ist er jetzt auch tot? Nö, aber ihr seid jetzt Davy Jones. Davy Jones. Das ist der mit dem Schiff, ne? Kein Ausweg hier. Oh je. Danke. Wir haben schon bestellt. Du bist zu spät. Hab schon bestellt. Wir haben Hunger. Ihr habt jetzt einmal Gutscheinaktionen und sowas, Alter, ganz ehrlich. John bezahlt. Was ist der überhaupt? Der liegt noch hinten. Der liegt noch. Ich glaube, der ruht sich noch ein bisschen aus. Parkplatz. Ja, hol mal kurz an, das kommt mein Freund. Das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint. Da ist der doch. John, du bezahlst heute. Nee, ich bezahl gar nichts, bezahlt dieser Scheiß. Doch, wir haben alles auf dich bestellt. Ja, alles gut, ich regle das. Aber der scheiß Rocker wird dafür bezahlen. Was für ein Rocker? Ja, der sich da eingemischt hat. Hä? Was? Ich prügel mich mit Codys und irgendein Rocker prügelt da mit rein. Was für ein Rocker? Ja, irgendein Spassi daneben stand. Na, sowas sagt man nicht. Ist mir egal. Hallo, Mr. Milzimann. Hallo. Hi, Mark. Hallo, Mark. Da ist wohl jemand sehr sauer. Da ist jemand mad. Natürlich bin ich sauer. Ich hätte das gewonnen. Nämlich du hättest nicht gewonnen. Der Rocker hat dich zerschlagen in der Luft. Ja, scheiß auf den Rocker. Ich hab mich mit Cody geprügelt. Why are you mad, bro? Why you have to be mad? It's only game. Aloha. Aloha. Moha.
Hallo, Amora. Wieso macht er den Schmollmond die ganze Zeit? Hallo, Evera. Wer halt die Mela? Das nicht. Du. Nee, du. Ich? Du ziehst Schnute, ich hab ich hab genau, du ziehst Schnute. Ach so. Von Mela. Mit Butterfly weg. Küss mich. Küss mich bitte. Bah, halt die Klappe. Warum? Warum soll ich dich küssen? Wäre Mela nicht da, würdest du machen, ne? Nö. Sicher? Ich küsse nur Mela. Und ich heirate Mela. Oha. Das ist süß. Auf dem Highway. Ja. Auf dem Highway. Na klar. Auf dem Highway. War abgesperrt oder nicht abgesperrt? Ist der nicht abgesperrt. Nein, das muss alles schön so bleiben, wie es ist. Aber ist Mila nicht die, die ihren Song da gemacht hat? Ja, die hat sogar neun. Mit welchem meinst du? Die hat schon drei Stück. Ist Platz 1 in den Charts. Den, den sie bei den Monster auf dem Wagen gespielt hat abends noch. Hast du das Album von ihr auch gekauft? Dafür supportest du sie? Kohle bekommen. Ja. Bist du die Mila hat heute Release Party. Ich würde dir den neuen Song zeigen, aber gerade fühle ich nicht so. Und Rap Battle auch. Bus nach Turbus. Ja, Mila, komm Bus bauen. Komm, Mila. Ja, wir brauchen einen Tourbus. Oh, wie baut man einen Bus? Ich zeig dir, wie man einen Bus baut. Okay. Hast du eine Bauanleitung? Mhm. Wir können den nehmen. Okay. Dann malen wir hier deine Pfatze drauf. Aha. Und dann schreiben wir da drunter so, Mila Kusch. Aber ich heiße Morgan. Ja, aber dann denken die alle, morgen hast du Konzert. Hey, nix aus meinem Auto klauen. Ach so. Nein, wir klauen nicht, wir malen den an. Du malst mein das Auto will der Tourbus von Mila. Mila hat ein neues Lied. Ja, das hab ich schon gehört, aber wieso malst du denn den an? So, wir brauchen einen Tourbus. Ja, Clowns-Van. Mila ist doch kein Clown. Ja, aber der ist cool, der ist bunt. Was hast du schon wieder in deiner Hand? Ja, oh. Deine beiden Burger. Dank. Der John bezahlt, ne, der da hinten. Ja, ich weiß. Chap schreibt, Dante schreibt ihm das alles auf der Rechnung. Okay. Mila, vielleicht kannst du ja beim Bahamas dir das Ding ausleihen. Mal diese Karre mit den Boxen am Dorf. Und dann machst du so Promotour durch die Stadt fahren und so. Welches Ding mit den Boxen Dorf? Das, was Juri letztes Mal gefallen hat. Dieses. Juri? Ja, ja. Die haben so einen riesigen LKW, der ist so groß wie. So halb so groß wie der schwarze da hinten. Und da ist oben eine Plattform drauf und Boxen und so Leuchten und Uftata, Uftata und so. Was? So Sachen zum Musik machen. Oh, aber ich kann... Spieler und sowas. Mach Musik mit meinem Mund eigentlich. Dann Mikro werden die bestimmt auch haben, wenn die so einen krassen Bus haben. Okay. Und dann kann einer fahren und du kannst da drauf stehen und die ganze Zeit rappen. Wäre doch voll cool. Ja. Das wäre richtig cool eigentlich schon echt cool, ne? Also scheiße nicht. Wo kann man den klauen? Wo war das? Nein, ich kann den besorgen. Ich hab Freunde. Cousins okay. Und so. Wagen West. Alter, Alter. Buddy, holst du eigentlich noch dieses BMX-Ding noch? Ja, wir müssen mal gucken. Irgendwie ist jetzt im Moment dauernd was so, ne? Jetzt morgen 2 Hochzeiten. Samstag, macht doch dieser Club auf. Das Bahamas wieder. Schlechte Bewertung gibt's. Und ich hab Musikallergie. Der war geschossen? Kann sein, hier wird halt schon öfter mal irgendwie geschlossen. Das nein, geschlossen. So geschlossen? Mhm. Das war, ja, der Laden war geschlossen, Ewigkeit. Ach so. Ja, müssen wir mal gucken, wenn mal irgendwann ein freies Wochenende ist, dann holen wir das auf jeden Fall nach, so das BMX-Turnier. Also, steht hier noch offen. Gibt ja noch einen 30.000 ja, Dollar Gutschein von Benny's zu bringen. Nee. Ja, sagst du und kommst dann nicht. Ja, aber ich war hatte Bauchschmerzen. Er war krank. Genau. Ja, wenn du BMX-Profi gewesen wärst, wärst du auch mit Bauchschmerzen Gewinner geworden. Das geht dann nicht. Man hat Durchfall. Ja, vielleicht und mit Durchfall ohne Seite fahren ist schwer. Das ist... Lass uns nicht drüber reden. Ich glaube, ich muss rein, aber ein Kunden... Warum ist das? Ich verstehe nicht, was du meinst. Was, Bau? Aber wenn du nachts eine Pampers tragen musst, ne? Hey, ich trag kein Pampers. Gleich nenne ich dich bei deinem Spitznamen. Das machst du nicht. Willst du wetten? Willst du wetten? Willst du wetteln? Willst du wetten? Bist du lieb?
Ich bin lieb. Bist du lieb? Ich bin immer lieb. Gut. Du darfst mein Spitznamen nicht sagen. Warum? Wir sind doch ganz alleine. Nein, Twitch macht keine Auge mit Werbung. Subs sind einfach nicht mehr werbefrei. Schon lange nicht mehr. Komm schon. Okay. Okay. Also, wir malen hier deine Fratze dran. Meine Fratze, ja. Dann drunter dein Tag. Mein Hört es? Tag? Ja. Wer hat mehr Haare? Ich oder er? Du. Wir Fuck, haben ein Geschäftsgespräch. Warte, wir haben ein Geschäftsgespräch. Okay, tut uns leid. Wir bauen einen Bus. Ja. Mit Freddy zusammen. Wer ist Freddy? Was? 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 Ich kenn keinen Wer ist Freddy. Das? Erzähl mal. Wow. Oh, das sieht kein ich. Wow. Das ist so ein Ruckerlied. Genau. Also, wir malen hier deine Fatze drin. Meine Fatze. Darunter schreiben wir Mila Kusch. Ja, stimmt. Weil wenn wir Mila morgen machen, denken alle morgen ist ein Konzert. Okay, okay. Dann schreiben wir unten noch ein Zitat von dir. Mhm. Irgendwie sowas wie, das Leben ist wie eine Schnecke, jede braucht ein Haus. Ja. Okay. Da oben ein paar Sterne. Aha. Auf der anderen Seite das Gleiche. Okay. Dann machen wir vorne. Da machen wir vorne den albanischen Adler. Damit du mal diese Pose machen kannst, mit den Händen wie Adler? Ja. Machen wir links und rechts einen Stern? Und weiter? Dann legen wir hinten, komm mit. Ja. Dann tun wir hier ein Bett rein. Mhm. Warum? Scheiben verdunkeln. Scheiben verdunkeln? Ja. Und ein Bett. Ein Bett? Ja, ein Springboxbett. Aber warum? Ja, du musst doch im Tourbus schlafen. Echt? Ja. Aber ich hab Fremdbettangst. Wir tun dein Bett da rein. Okay. Wir reißen das aus dem Fugen zu Hause. Und wo schläfst du dann? Ja, auch da im Bett. Ach so. Ja, richtig. Ja, wo soll ich denn sonst schlafen? Ich weiß nicht. Ich bin Manager. Nanaga. Wir brauchen nur einen Fahrer für den Tourbus. Puh, wer kann fahren? Paul Walker. Vin Diesel kann gut Auto fahren. Vin Diesel, okay. Den abonnieren wir. Abonnieren. Ja. Verfördern. Oh, cool. Das ist so cool. Das ist so abgefahren. Man kann unter deinen Rock gucken. Ich hab keinen Rock an. Ich hab ein Kurzhose. Ach so. Ja. Ach so, Digga. Ach so. Ach so. Okay. Wir brauchen aber noch ein Badezimmer. Ein Badezimmer? Ja, wir können hier so einen Anhänger dran machen. Mit so einem Dixi-Klo. Mit einem Dixi-Klo. Ich wollte schon immer ein Dixi-Klo haben. Ja, dann können wir zusammen pinkeln gehen. Ja. Ich weiß nicht. Warum hast du Fremdkloangst? Aber mit dir küssen, zusammen auf Toilette? Küssen, küssen. Mila, du musst mich küssen, mir am Arsch packen. Dann stehe ich da wie ein Loser. Oh, okay. So. Boah, geil. Habt ihr gesehen, wie ich die klar gemacht habe? Richtige Stecher. Warte, jetzt dreh dich um. Okay, warum? Geile Sache. Ah, hier sind warum wir. Schlägst du mich? Hey, ich hab nicht geschlagen. Ich hab nur... Hier sind Affen. Da wunderst du dich noch? Hast du nicht gesehen, dass die da oben sind? Hast du wirklich nicht gesehen, dass die da oben sind? Nein, ich hab die gehört, aber nicht gesehen. Morgen später. Wir haben uns beobachtet. Mach Dienstplan fertig schon mal, ne? Ihr scheiß Doc.
Halt dein Schandmaul. Halt du dein Schandmaul. Halt du dein Schandmaul. Ich komm dir da gleich hoch. Deine Mutter. Beide hat Maul halten. Ich box deine Mutter. Komm mich runter. Ich komm gleich hoch und bring dich unter die Erde. Komm erstmal hoch. Ich bewerfe dich mit Pfannflaschen. Dein kleinen unter Bein. Unter mit dir auf dem Boden der Tatsache. Aha, aha, komm wieder, ich hebe dich hoch. Komm schnell. Ich hebe dich hoch. Wo, wie kommen wir da hoch? Dahin. Was? Mila. Mila, du wirst heute sterben. Wer war das, Alter? Wer war das? Oh, das passt auf, das Dach bricht ein. Hier auf dem Dach ist eine Gewichtsbeschränkung, ne? Ja. Also lieber nicht hier drüber treten, sonst könnte das Dach einbrechen. Fick ihn, Mina, fick ihn. Boah, das wäre hier eine geile Hood. Ey, Pix! Wir fahren weg, komm. Wer fällt weg? Ja, wir. Miller tritt gegen seinen Klappstuhl. Ja, ich hab keinen Klappstuhl mehr wegen ihr. Dafür bist du ein Klappspaten. Also, ja. Wollt ihr Skifahren oder was? Hau rein, Alter! Alter, entspannt mal. Wir sind Dacheldecker. Was macht ihr denn da oben? Wir haben das Dach repariert. Ah, Dachdecker? Ja. Ah, okay. Ging, ging. Ging, ging. So, wo bleibt John? Oh. Das. Miller, ich glaube, das stürzt gleich ein. Ja, kein Wunder, wenn die zwei Fettsäcke hier noch sind. Sag mal. Geh weg einfach. Ja, du bist vorbei, ne? Man kann von hier auf den Bus springen. Probier es aus, komm. Hallo, oh. Hör auf zu schießen. Halt, funktioniert. Nein, nein, nicht. Jetzt ist da voll der Fettfleck auf dem Boden. Gar nicht, wow. Erzähl dir mal. Als hätte jemand die Fritteuse ausgeschüttelt. Das ist so cool. Sag das mein Papa, wenn ich den irgendwann finde. Soll ich wieder Phantomzeichnung machen? Das hat letztes Mal schon gut geholfen. Wir haben den immer noch nicht gefunden. Was kommt da alles? Füße. Ich glaube, das Dach geht gleich kaputt. Ey, dann hast du ein Cabrio. Eine Beule drin ist im Bulli, ne? Da ist nicht nur eine drin. Du hast eine Beule in der Hose. Dann sag ich, pass gut auf meinen Tourbus auf. Ja, wir wollen immer noch unsere Gutschein-Dings da, ne? Also, Cody, ja? Erklär mir das mal mit den Gutscheinen. Die quatschen die ganze Zeit von irgendwelchen Gutscheinen. Ja, ich will 200, das so läuft ich will für mein Leben hier. Aua! Aber er will uns den Gutschein einfach nicht. Aua! Alter, wenn alle durcheinander reden, verstehe ich niemanden mehr. Ich will keine Gutscheine. Er will die Bestellung für die Gutscheine nicht aufnehmen. Immer will ich essen hier, wenn ich will. Tschüss, Fester. Aua, tschüss. Fester. Das ist was? Nur möglich, wenn du ein... Aua. Ich kann nichts mehr sehen. Er sagt auch zu mir, er hat Gutscheine. Ja, natürlich. Gutscheine du musst zwei, einfach also wegmachen. Mach du weg. Jetzt zieh die Kutte aus, du Wichser. So eine Newspaper. Ich kann wieder sehen. Ok. Hat einfach nur so Coupons. Gut. Ich habe auch nur einen Coupon von $40,000. Den hat der Chap mir gegeben. Freies Essen, $40,000. Sei ruhig und isst ein Chicken Nugget Eis. Guck mal, ich finde das sogar die Gutscheine drauf. Mila, willst du Chicken Nugget Eis? Ja, ja, ja. Komm doch, komm doch. Ich hab hier vorhin einen drin gesehen. Mach mal auf. Ja, da ist das. Warte, okay, ist ein bisschen. Voraus, da ist Fliege dran. Pff, pff, pff. Da. Das kann man nur essen. Ja, klar kann man das noch essen. Und? Da ist nichts dran, das war in einem Kondom drin. Lecker, lecker. Ja.
Man hat richtig gehört, wie die gegen ihr Mikrofon gekommen ist, Alter. Mela, warum rennst du weg? Ich hatte was im Auge. Was? Ich hatte was im Auge. Was denn? Lass dich in Ruhe. Versteh nicht, was du meinst. Was, Bruder? Wollen wir Abenteuer erleben? Wo denn? Weiß ja, komm, nicht. Wir laufen einfach. Okay. Ich weiß, wollte man am Bell nicht fahren. Also laufen. Okay. Weißt du, was das ist? Was denn? Das ist ein Jugendzentrum. Oh. Ich bin zufällig jugendlich. Mhm. Erzähl das mal der Waage. Hey, halt die Boah, immer bist du gemein, ne? Warum bin ich gemein? Du standst letztes Mal auf der Waage, die hat sich zweimal umgedreht und du hast Highscore geschrien. Das ist gar nicht wahr. Wohl. Na wohl. Halt die Kappe, sonst erzähl ich allen deinen Spitznamen. Ach ja? Ja. Und wie ist mein Spitzname? Nein, sag das nicht. Ich hab gar keinen. Ja, ich hab dir gerade einen neuen gegeben. Und der ist so peinlich. Hey. Hallo. Du bist gemein. Du bist viel gemeiner. Ich verrate dir in deinem Spitzname. Ich verrate dir in deinem Spitzname. Oh, komm, mal gucken, ob die Chaos ist. Abgeschlossen. Tanda. Warum schließen Menschen ihr Auto ab? Ich weiß nicht, das ist doch voll dumm. Was machst du? Komm! Milda! Hallo! Ja? Komm! Ach, ich will sicher gehen. Okay, den ist tief abgeschossen. Hang West, Bruder! Oh. Das geht, Teddy. Nicht ja. So auffällig. Hin und vorne zu. Das ist schon schmutzig hier überall, ne? Ja, bah. Hand. Oh, achso, ja. Wo gehst du hin? Ich... Wir müssen rüber. Ja, komm. Oh, komm mal her. Was steht da? We missed you last time. Wir haben dich das letzte Mal vermisst. Willkommen zurück. Ach so, da unten, nein, ich meine oben. Ach so, willkommen zurück. Danke. Nein, sag die Zahl nicht. Okay. Hast du nicht aufgepasst? Warum haben die Taco-Trucks her? Weiß nicht, warum haben wir keine? Das ist eine berechtigte Frage.
Ich kann meinen Körper nicht durch. Ich dachte jetzt, du wolltest den Müll durchsuchen. Vielleicht wollte ich das. Was steht hier? Schwun. Schwun Unit. Ja. Was ein dummer Name. Oh, da vorne ist die Waschstraße, ne? Wo? In der Nähe hier. In der Nähe? Ach so? Hm. Ah ja, ich war. Wie lange willst du das durchziehen? Sicherheit geht vor Teamarbeit. Was gibt's denn da zu lachen? Selber. Ja, weil du kicherst. Ich kicher gar nicht. Nur keine Mädchen kichern. Du bist keines Mädchen. Ich bin kein keines Mädchen. Die haben abgeschlossen hier. Ja, man schießt nicht ab. Kannst du klettern? Ja, klar kann ich klettern. Komm hier mit hoch. Keine Mauer hält uns auf. Ja. Wir sind wie... wie ein Panzer. Tom und Jerry. Oder so... wie sagt man? Diese... diese Kugeln, die Häuser einhauen. Eine Hauseinhaukugel. Hannah Montana. Hallo. Ist hier? Hallo. Hallo. Hm. Wo laufen wir hin? Da lang. Wir müssen wieder zu unseren Freunden. Freunde, denn Freundschaft ist wertvoll. Mhm. Stimmt nicht. Wird jeden verraten. Echt? Ja. Guck mal, da ist jemand. Was geht ab? Arbeitest du hier? Nee, ich arbeite nicht hier. Was machst du auf meinem Grundstück? Auf deinem Grundstück? Ja, ich arbeite zufällig hier. Du arbeitest hier? Ja. Okay. Ich suche jemanden, der hier arbeitet. Ach so, zufällig arbeite ich hier. Was kann ich tun für dich? Ich suche jemanden bestimmt dann. Bin Ach so, wen? Casey. Casey? Ist leider gerade außer Haus. Dann ruf ich ihn mal an. Alles klar. Ist der von der Grove? Nee. Was macht ihr? Komm, Harald. Achso. Wir müssen weiter. Ist Casey nicht die Ex-Freundin von Journey? Eigentlich schon, oder? Aber die war doch nicht bei Grove. Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie ja doch noch hier. Ich dachte, wir gehen vorbei. Hast du mitbekommen, wie ich den verarscht habe? Den Tottel. Voll der Loser. Richtiger Loser. Voll leichtgläubig. Boah, da gibt's ein Graffiti von dir. Wo? Das hier. Hä, das bin nicht ich. Na klar. Na klar. Das ist Cap. Da drunter steht doch Kelp. Ich bin das nicht. Komm mit! Und?
Ich habe auch mal ein Graffiti gemacht, ne? Echt? Mhm. Da vorne. Da vorne. Vorne? Da, hier. An der Wand. Das habe ich gemalt. Fallgate finish. Make it a rim job. Ja. Das habe ich gemalt. Wie findest du das? Mila. Und ich habe Albert Einstein gemalt. Mila. Ich habe auch Albert Einstein gemalt. Ja, auf die andere Seite. Da vorne. Auf die andere. Komm, ich zeig dir. Okay. Da vorne. Das habe ich mit Bleistift gemacht. Was? Was da in der Gasse? Da wird immer die Show gedreht mit den, mit diesen Lagerhallen versteigern. Wir sollten nicht auf der Straße stehen bleiben. Das habe ich nicht an die Hand genommen, ich war verwirrt. Oh, ich hab vergessen. Komm. Da vorne, das habe ich gemalt. Das Albert Dreistein. Wieso malst du zu Hause nur Strichmännchen? Oh, oh. Schnell dahin. Mila, bist du hinter mir? Warte. Ja, komm. Was hast du? Da steht Don't Panic. Wir sollen keine Angst haben. Dann komm. Hier stehen schicke Autos. Oh. Was sind das für Autos? Da wird geschossen, Bilder. Mila! Ja? Versteck dich! Ich ruf Fenn an. Geht nicht rein. Oh. Ich hab die Namen vergessen. Keiner geht am Telefon. Hilfe! Was tun wir nun? Wir müssen die Polizei rufen. Ja. Oh. Wie jetzt? Welche Seite der Mauer? Polizei. Okay, mach du, ja? Die haben meine Nummer blockiert. Los Santos Police Department von Heiden. Hallo, Mr. Polizeimann, hier wird geschossen. Ja, wo? Da bei dem Autohaus. Ein Autohaus denn? Das fünfte in der Stadt. Autohaus? Direkt unter dem Stadtpark links. Neben den Schlüsseldienst? Nee. Das unter dem Stadtpark. Unter dem Stadtpark. Bei dem Baustellenhändler. Hier sind gerade Autos vorbeigefahren, die haben sich gegenseitig beschossen.
Was für eine, können Sie die Autos beschreiben? Die haben Chromfarben, die anderen, die waren grün. Also Parkhaus 25, sagen Sie. Parkhaus. Nein, Parkhaus 1 von 20. Aber ich glaube, nochmal, was war das? Das Parkhaus 1 von 20. Ja, die sind hier nur vorbeigefahren. Okay, denn wenn Sie nochmal was sehen, dann sagen Sie Bescheid. Weil momentan haben wir gerade ziemlich viel zu tun. Aber ich schicke mal pro forma eine Einheit vorbei, die sich das anguckt, ne? Okay. Okay. Tschüss. Danke dir. Ja, tschüss. Mila, der Polizeimann hat ganz viel zu tun. Sind wir in den Schubhaus rum? Sollen wir? Ja. Welchen Schuppen nehmen wir? Weiß nicht. Sollen wir den an der Wurftankstelle? Aber was, wenn die Polizei kommt? Dann lassen wir uns was Cooles einfallen. Okay, du hast nach Babywindeln gesucht und bist mal den Bauch... Nein. Nein. Wir haben ein Spiel gespielt. Nein, mhm. Das ist auch dumm. Oh, schon wieder. Schnell weg, ja. Mann. Guck mal, mit sowas kam eine Memo nach Los Santos. Oh. Mit seiner Couch und seinem Fernsehen. Und seine Ziege. Wir sagen. Wie kommen wir hier raus? Oh Scheiße, wir sind gefangen. Nein, da kannst du nicht drüber klettern. Da. Da Spitzendraht. Aua! Die Schüsse aber nicht von Junkie Pack, oder? Nein, die kommen von links. Mila, ich habe eine Idee. Okay, ja. Wir überfahren den, ne? Mhm. Und sobald die Polizei hören... Ja. Legen wir uns auf den Boden und sagen, ah, wir wurden verkloppt, hier war ein Räuber. Okay. Okay? Ja. Okay. Soll ich meine Pistole lieber wegpacken? Ne, warum? Weiß nicht, dass die dann sagen, hä? Aber sie haben meine Pistole dabei, Lady Ma'am. Egal, wir machen einfach. Und schießen schon wieder. Oh, oh. Schnell zum Laden, den aushauen. Da vorne, der rennt auch schon weg. Lightjock. Wo sind denn alle uns? Warte, ich rufe nur mal. Wen kann man noch anrufen? Weiß nicht. Max? Max geht dran. Ja, bitte? Wo bist du? Wir fahren gerade ein bisschen rum. Wer denn? Ja, Mo und ich. Nur ihr beide? Ja. Die Polizei hat ganz viel zu tun gerade, ne? Ja, ich weiß. Beginnen jetzt eine Ghost Street und überfallen den Opa. Okay, wir machen auch. Wo? Ich mach nix erstmal. Warum? Hallo? Hallo? Max? Ich glaube, der Max ist verletzt. Warum? Wo war der denn? Weiß nicht, der fällt mit dem Mo rum.
Ja, hallo. Warum ist der Max? Was will der Max? Der musste seinen Schlauch raushalten. Er muss ganz dringend pissen. Und wo seid ihr? Oben im Norden am Leuchtturm. Ist da immer noch Schießerei? Wie? Ja, vorhin war da eine Schießerei. Oh, nee, sieht nicht so aus. Was macht ihr im Leuchtturm? Seid ihr im Cringeln? Ja, auch. Also du und Max halten Händchen? Nee. Händchen halten ist das für weiß ich nicht wen. Nein, okay. Wir fahren nur ein bisschen rum und haben Langeweile. Ich weiß nicht, wo was wir machen sollen. Wo ist denn der Finn und so? Der fährt auch rum mit Bademeister. Weil die gehen nicht am Handy. Gehen die nicht ans Handy? Mm-mm. Vielleicht sind die schon schlafen. Vielleicht. Was macht ihr? Wir gehen jetzt den Opa eine Großstrede befallen. Welchen Opa? Eine Tankstelle. Ah, den. Oh, lasst euch nicht erwischen. Sonst kommt die böse Grof. Warum? Ja, weil die mir mal gesagt haben, da wird nichts gemacht an der Tankstelle. Aber mir haben die das nicht gesagt. Ja, gut. Das stimmt. Die müssen schon ein Zelt in den kleben. Ja, hast recht, mach was. Mach einfach. Aber die Cops, davor müsst ihr Angst haben. Aber wir lassen uns was einfallen. Das könnt ihr gut. Du und Mila, oder wer? Ja. Okay. Ja, sagt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Okay. Dann holen wir euch da raus. Okay. Mit zwei Mann. Mach den nicht. Nee, machen wir auch nicht. Warum ich will mit du? Den Cops. Ich will mit den Cops nichts mehr zu tun haben. Oh ja. Ich hasse Cops. Die sind immer so Arschlöcher, wenn man auf die schießt. Arschlöcher, wenn man auf die schießt. Man soll doch nicht auf Polizeimann schießen. Ja, das musste ein, zwei Mal passieren. Das ging nicht anders. Wo ist der Johnny? Weiß nicht. Mann. Weil das mit der BOM da wussten wir gestern schon, dass die bei den Maxis da chillen. Ich verstehe sowieso nichts mehr. Bist du auch nur so ein Mitläufer? Wart denn, Max? Was ist los? Ja, dann. Ja, ich gut, muss jetzt dann auflegen. Ja, mach das. Bis gleich. Mila. Du überfällst, okay? Oder soll ich? Mir egal. Sag du. Kann man machen? Weil da ist gerade jemand reingerannt. Oh, dann müssen wir vielleicht eben warten, oder? Ich bleib in deinem Schatten. Ich hab Fahrrad. Ich glaube, du musst auf Klo. Wir warten, bis die alle verschwinden. Und dann? Und dann fangen wir an. Geil. Ula. Ich hab es. Nein, Hilfe. Mila? Was geht? Willst du mit uns hier chillen ein bisschen? Nee, gerade schlecht. Warum? Wir wollen ein bisschen hier chillen. Ja, ihr könnt ja chillen. Ich gehe mal wieder. Pass auf die Polizei auf. Was für eine Polizei? Gas jetzt, wir müssen Kohle machen. Ja, komm. Der Opa ist gerade nicht da, wir können in die Kasse greifen. Ich blech die auf. Okay. Willst du die von hier aufbrechen? Die haben ja keine Kameras, ne? Ich sehe keine. Doch, ich schon. Egal, brech auf. Oh, okay.
Was sagen wir, wenn die Polizei kommt? Wer hat uns befallen? Hier waren gerade Leute in Grau. In Grau. Und ja. Eine Frau mit rosa Haare. Ja. Wollen wir uns schon auf den Boden setzen? Warum? Ich krieg das Ding auf, aber nicht, dass die mich hier sehen, wenn ich jetzt... Bist du schon am Aufbrechen? Ich hab schon auf. Oh. Nimm dir auch ein bisschen. Oh. Gleich die andere. Soll ich nicht lieber draußen warten? Was für draußen warten? Ja, schmiere. Halt die Kappe. Soll ich jetzt auch was nehmen? Wir ziehen das jetzt okay. Rein. Halt meinen Rucksack, mach meinen Rucksack auf. Okay. Tu das Geld rein. Ich bleib so lange stehen. Mach das Kleingeld auch rein. Wenn die Polizei kommt, legen wir uns auf den Boden und sagen Aua. Okay. Du musst dann aber auch so tun, als wärst du verletzt, ne? Mhm. Du musst dann wirklich so humpeln und so. Humpeln und so. Ja, pack die Kugel ein. Okay. Und der hat dir die Brechstange gegeben, du sollst das aufmachen, wegen Fußabdrücke. Genau. Wir waren gerade nur bei Cody's dann. Aha. Wir wollten nur ein paar Kaugummis kaufen, nur weil wir so stinkenden Mundgeruch haben. Ja. Ah, das stinkt. Hast du noch Geld? Du musst mehr Geld reinmachen. Ja, warte. Ich muss ja auch. Wo ist denn der Opa, der hier arbeitet? Ich weiß nicht. Mittag. Mittag? Ja. Zum Glück haben wir keine Kameras. Wir hätten vielleicht eine Maske aufziehen sollen. Aber bei den letzten hatte ich auch keine Maske auf. Okay. Ich glaube, das sind nur Fake-Kameras. Tu Geld rein, ich gucke aus dem Fenster. Okay. Das wird ja mal schwerer. Ja, da ist doch echt viel Kleingeld drin. Wir rufen gleich den Opa Willy Bunker. Okay. Der soll uns im Taxi rumfahren. Dann klauen wir noch mehr Kassen über die Brechstange. Ja. Dann ziehen wir Opa Willy Bunker mit rein. Ja. Dann verliert er seinen Job. Und dann muss der wieder Eiswürfel fressen, weil der kein Geld mehr hat. Wir müssen gleich eben zu der anderen Kasse, die ist gleich leer. Warum? Na, weil die hier schon fast leer ist. Hör mal, da ist nur eine Menge Geld drin. Locker 50.000. Oh, ich höre ein Auto. Beruhig dich. Herzlich willkommen, Ihre Bestellung, bitte. Ihre Bestellung, bitte. Hi. Hallo. Hi. Ich hätte gern was zum Essen und was zum Trinken. Ich habe jetzt nichts Besonderes im Kopf. Okay, Moment, die Kasse hier ist kaputt. Wir müssen zu der hier. Ja. Alles klar. Was möchten Sie haben? Irgendwas zum Essen. Ich habe jetzt keine Präferenzen. Möchten Sie vielleicht Ananassaft? Noch einen Burger. Ananassaft würde ich nehmen und Burger, das klingt geil, das würde ich nehmen, ja. Okay, Moment. Tauri, ich bin gerade am Arbeiten. Okay, wo bei der Grocery-Tankstelle, komm da hin, schnell. Ja, ich komm und gleich. Sehe gefährlich aus. Ich sehe immer gefährlich aus. Okay, bis gleich. Ich glaube, ich muss gehen. Hey, warte! Hey, dein Essen! Nee, Essen hat er, aber Ding. Hat er nicht nichts bezahlt? Das dreckige Schwein hat uns abgezogen. Der hat uns abgezogen. Der ist einfach weggerannt. Das ist dieses Karma, wovon alle reden. Mach die zweite Kasse auf. Hoffentlich ruft ihr keine Polizei. Wir schieben denen alles in die Schuhe. Mhm. Brech auf das Ding. Ja. Der hat die Tankstelle beklaut. So ein kriminelles Arschloch. Okay. Ja, deine Tasche.
Da. Ist da viel Geld drin? Dauert nur lange? Ja. Dauert lange? Nee, nee. Oh, ich hab Auto. Beruhig dich, sei nicht so paranoid. Ja. Der hat uns beklaut. Ja, so ein Arschloch. Was für ein asozialer Krimineller geht einfach in die Tankstelle und klaut. Und kaut. Richtiger Wichser. Den mache ich fertig, wenn ich den nach meiner Schicht treffe. Ja. Oh, Auto. Aber sieht nicht nach Polizei aus. Sei nicht so paranoid. Sagst du. Richtig. Wie viel Geld ist da nur drin? Nur ein bisschen. Jetzt beruhig dich mal, okay? Ich mach schon so schnell ich kann. Schneller. Oh, hier ist ein geheimes Fach. Noch mehr Geld? Oh ja. Das ist bestimmt die Rentenkasse von Opa. Ja, die nehmen wir auch mit. Komm schon. Nimm alles mit, auch Kleingeld, auch Goldzähne. Ja, okay. Fußnagel auch. Oh. Kommt einfach rein und klaut uns. Da ist ein Zettel, da steht, erspart es für Spende für das Kinderheim. Ja, wir brauchen auch Spenden. Ja, definitiv. Pack alles ein. Alles eingepackt. Gleich fertig. Oh, da kommt jemand. Ja. Ey, wie läuft's bei euch? Gut, gut. Wir machen auch einen, aber im Norden. Warte, wir haben Kundschaft. Ach ne, warte. Taris. Ich bin ein Spiegelbild. Ja, okay, ich leg wieder auf. Ich muss hier achten, ob die Bullen kommen. Ciao, ciao. Ja, bitte. Nix. Was macht er da? Nix. Was machst du? Wir reparieren die Kassen. Ja. Ohne Werkzeug? Halt die Klappe. Ich hab Werkzeug dabei. Was hast du denn dabei? Ein Schraubenzieher? Ja, das ist aber ein Kreuz, du brauchst einen Imbus. Ach so. Gibt's hier bestimmt irgendwo. Schaut euch mal ein bisschen um, Thais. Alles ja, ich guck mal. Ruhig hinten im Laden. Hol das alles kostenlos. Ja. Nimm alles mit, was du findest. Vielleicht ist alles fertig repariert. Wie viel Geld noch? Warte, nur noch ein bisschen. Hier jetzt noch die letzten Reste. Hallo, lauf doch nicht. Ja, ich bin nervös. Der ist ganz schön schwer. So. Hier und die paar Scheinchen noch. So, fertig. Wie viel Geld haben wir ungefähr? 30.001. Schnell. Tabis, hau ab, komm. Wir müssen abhauen. Okay. Ist das unser Auto? Fahr. Wir haben die Kassen aufgebrochen. Ihr Dreckschweine. Der Max und der Mo machen auch Kassen aufbrechen. Komm, wir fahren direkt zum nächsten. Aber warte, soll ich das nicht erst einzahlen? Kannst du beim nächsten einzahlen. Wo können wir hinfahren? Weiß ich nicht. Lass fahren. Beim East Highway, oder? Ja, beim East Highway. Gibt das im Navi einer mariert? Okay. Muss ich aber drehen. Wir fahren dahin, zum Liquor Store. Ah, okay. Gibt es irgendwo einen Bankautomat noch? Pass auf, Polizei, glaube ich. Hier vorne ist Bankautomat, beim Amazon-Shop. Ein Amazon-Shop? Ja, wo fährst du hin? Hier vorne, Tankstelle. Ja, wollte ich doch. Erwähl mich nicht. An der Ecke ist eine. Und das waren jetzt 30.000 und eine Gasse in 8.000. Ich krieg nie Geld irgendwie. Ja, wir machen doch jetzt Geld. Wenn wir jetzt diese berühmte Nachtschicht, die es immer gibt. Ja, wir sind aber besser, weil wir schlauer sind.
Okay. Tamis, du bist Fluchtwagenfahrer, okay? Okay. Milo und ich gehen rein. Ich kann super fahren. Ja, ja, deshalb bist du ja Fluchtwagenfahrer. Du wartest, ne? Ja. Milo und ich gehen rein, gucken, ob jemand arbeitet. Wenn nicht, brechen wir die Kasse auf. Ja. Wenn die Polizei kommt, dann sagen wir aua und legen uns auf den Boden. Ich fahr dann einfach schnell weg. Und dann denken sie, ich hab das geklaut. Dann gucken sie aber, ich hab gar nichts, weißt du? Hör doch zu. Okay. Milo und ich sagen dann aua, wir bleiben am Telefon. Warte, nicht dahin fahren. Ich rufe dich an, okay? Okay. Nicht dahin fahren. Ich fahr woanders hin. Ich fahr nur dann vorbei. Nimm ein Telefon an. Du versteckst dich hier, okay? Okay. Und also hier ganz, ein bisschen weit weg. Aber du musst uns gleich absetzen da. Wir laufen dahin. Ja, wir laufen dahin. Hör zu. Mila, warte kurz. Wenn die Polizei kommt, tun wir so, als wenn wir überfallen wollen. Okay. Und der Zelte der Räuber alles geklaut. Ja. Und dann kommst du auch. Und dann sagst du, nein, du bleibst. Hä? Bleib einfach weg. Okay. Wer ist das? Alte Bekannte, was geht? Was macht ihr hier? Was macht ihr denn da? Wir waren im Gebüsch. Wohin ist das genau? Ja, lass mal die FaceTime. Ja, besser ist es so. Gut, wir hören uns, Jungs, so ne? Das ist nicht so wie ihr denkt. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Also, passt auf euch auf. Peace. Komm schnell. Was war das? Was war das? Das waren Freunde. Mila, hast du die Bechstange in der Hand? Ja? Hol die Bechstange schon raus. Warte. Komm mal her. Warum? Du musst es eben machen. Okay. Ich geh da denn eben auf Toilette. Du willst da drin pinkeln gehen? Ja, ich muss. Okay, hör mir zu. Ja? Ich höre auch. Ich renne jetzt rein und wenn der Opa da ist, dann sag ich hau ab. Und dann sollte wegrennen. Dann brich die Kasse auf, okay? Ja. Aber geh nach hinten. Wir sagen dann, der Verbrecher hat dich hineingesperrt. Ja, okay. Soll ich denn dabei bleiben, oder wie? Ja. Okay. Aber du rufst mich, wenn du fertig bist? Ja. Versprochen. Okay. Komm. Raus hier, du Opa. Ich esse gerne raus hier, sonst knallt. Ich habe eine Eisenstange. Raus hier. So, der Opa rennt raus. Gucken, ob der was in der Kasse hat. Oh, ich spreche dir auf, Tavis. Ja? Warum rennt der Opa hier ohne eine Hose lang? Weiß nicht, ich hatte keine Hose. Der zieht sich gerade panisch aus. Er rennt den Hügel da vorne runter. Ich brech dir auf. Warum rollt er? Habt ihr den angezündet? Der rollt sich auf dem Rasen, als würde er brennen. Tavis, guck mal, ob die Polizei kommt. Ja, ich guck ja. Hast du den Laden im Blick? Oh, das ja. Ist eine Eisenkasse. Wenn die Polizei kommt, sag mir Bescheid. Ja. Das ist schwer. Bin mal gespannt, wie viel Geld drin ist. Der hat ja 5 Schlösser dran hängen. Und ein Fahrradschloss. Tavis? Ja, gib mal PIN-Code 123 ein. Nein, da kann man keinen PIN-Code eingeben. Wenn er ein Zahlenschloss ist, dann kannst du eine Zahl eingeben. Da hier steht 2-Authentificator. 2FA. Was heißt FA? Weiß nicht, wo ist der Opa hingerannt? Der ist in den Hügel runter und hat sich auf dem Rasen rumgerollt, als würde er brennen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht hat der einen Schreckeln. Hat die Mila wieder ihr Feuerzeug dabei? Weiß nicht. Hat sie den die Unterbuchse angezündet? Weiß nicht. Ich rieche ein bisschen Fäkalien, wenn ich so verbrannte. Und hab drauf losgeschlagen. Okay. Ich hab sie gleich auf. Ja, gut. Ich sehe hier auch nichts. Das Fahrradschloss hab ich... Oh, da war doch jemand. Das ist so ein schwarzer Jugula. Der fährt aber weiter. Der ist weg. Das Fahrradschloss habe ich schon. Das ist gut. Fahrradschloss habe ich schon aufgebrochen. Sag der Mila, die soll mal ein paar Getränke für mich einpacken. Mila, Pibi machen. Die pinkelt hinten im Lager. DNA-Überführung, Digga. Oh, ich glaube nicht, dass die DNA hat.
Ihr müsst Bleiche draufkippen. Was? Bleiche. Wo sollen wir jetzt eine Leiche herbekommen? Nicht Leiche, Bleiche, das, worin Michael Jackson gebadet hat. Also Milch. Ich glaube, Leiche kann man auch trinken. Man kann keine Leiche trinken, man kann die rauchen. Wie bei Hohai. Nicht Leiche, Bleiche. Meiche? Das ist Alkohol. Nein, ich trinke keinen Alkohol mehr. Boah, ich muss die Mathematikaufgaben lösen. Mila, guck mal. Okay. 3. Okay, 7 plus 9? Ja. Ja, sag mir die Zahl. 16, Mann. 16, okay. 3 plus 5? Warte, piep, 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 8. 8. 79 minus geteilt durch 35 minus 3? Piep, 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 ficken Sie sich. Nein, sag mir die Zahl. Oh, da kommt ein Auto. Ist nur ein No-Rider. Ein dreckiger No-Rider. So, nächstes Schloss auch ab. Oh, jetzt wird's kompliziert. Warum fragen die nach dem Namen deines Papas? Ich weiß den Namen von meinem Papa. Der heißt Manfred Lynch. Und der ist nur kurz kippen holen. $30,95. Dein Gefühl anderthalb Jahren oder so, oder? Tu einfach im Rucksack, Müller. Ich soll mir Getränke einpacken. Du sollst Getränke einpacken für Thais. Wir sind gerade in so einem Laden. Wir versuchen die Kasse aufzubrechen. Aber bitte zuckerfrei. So, nächstes Schloss auch ab. 5 Stück noch. Dann bin ich an der Kasse dran. Es waren doch schon 5. Nein, da sind noch mehr. Bei der BOM steht einer. Ja, aber mit wem telefonierst du? Mit Johnny. Okay. Ja, weiß nicht, wann wir da jetzt. Ist das nur einer? Sag Johnny, das kann eine Falle sein. Curtis sagt, das kann eine Falle sein. Der soll ab morgen denken, scheiß auf heute. Du sollst an morgen denken, scheiß auf heute. So, 4 Schlösser nur. Der will da eigentlich nur hin und sagen, dass er sich von der Route verpissen soll. Der soll das nicht alleine machen. Du sollst es nicht alleine machen. Das ist keine Polizei, das ist ein blauer Wagen. Ja, wer ist denn da? Weiß ich nicht, ein hellblauer Wagen. Ja, das ist bestimmt ein Polizist. Das ist kein Polizeiauto. Vielleicht undercover. Weiß ich nicht. Der fährt weg. Ich weiß nicht warum. 3 Schlösser nur. An deinem das heißt, Auto. Der haut ab. Ja, der holt Verstärkung. Therese. Ja, mach schnell mit den Schlössern. Da kommt noch ein Auto, aber was ist das? Das ist kein Polizeiauto. Das können Undercover-Fahrzeuge sein. Nein. Ach, Junge, das ist kein Undercover-Fahrzeug, wo jetzt vorbeifährt. Im blauen Auto ist Johnny? Okay. Da ist ein Chef da. Okay, vorbeigefahren. Der fährt weiter. Vorbeigefahren. Ist das der Johnny im blauen Auto? Ja, 2 Schlösser nur. 2 Schlösser nur noch? Ja, und dann die Kasse. Ich hab nix. Hallo. Ihr Idioten. Wie geht es Ihnen? Ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe nur, der Profi-Verbrecher. Ich hoffe nur, die bringen mir Getränke mit, Johnny. Weil ich hab Durst. Hab ich dir schon 8-mal gesagt, ich krieg keine Antwort. Okay, das ist aber voll teuer, ne? Nein, klau einfach. Ach, danke, Johnny. Johnny, du bist ein Freund. Hiervon was. Und hiervon was. Und da oben. Es steht was so hoch. Sagen Sie Bescheid, wenn ich kommen soll. 2 Schlösser nur. Oh, einer runtergefallen. Es werden ja immer mehr. Hab sie. Okay. Mann. Der hat ja alles mit Sekundenkleber vorgeklebt. Wer macht denn so? Der Opa. Da brauchst du Bleiche. Richtiger Schanzlutscher. Was sollen wir mit einer Leiche? Nicht eine Leiche, Mann. Bleiche? Tabi sagt, wir sollen Leiche trinken. Hey, ist der dumm? Klar, ist der dumm. So. Der hat bestimmt schon mal Menschen gegessen. Kleber's ab. 1 Schloss noch, dann Kasse.
Sachen dann schon mal vorgefahren langsam? Nein, noch nicht. Okay. Was ist nur sonst geworden? Auf einmal sind wir kriminell. Mhm. Haben den Opa aus seinem eigenen Laden geschubst. Nimm noch mal ein paar Rubbellose mit. Ach. Vielleicht haben wir Glück. Okay. Die sind registriert, die kannst du nicht einlösen. Na klar. Nein, das machen nur Anfänger. Du bist ein Anfänger. Nein, gar nicht wahr. Du Schwein. Der war Schwein. So. Letzte Schluss auch ab. Jetzt nur noch die Kasse. Gut, dann komme ich jetzt. Nein. Die Kasse ist da. Ich werde nervös. Oh, ich hab sie gleich. Ich glaub an dich, los. Gib mir die Kraft des Cousins. Ich nehme meine Arme hoch. Ich nehme meine Arme hoch. Sie geht langsam auf. Ich hab die Arme hoch. Ja. Oh, da! Pack alles ein, Mila! Pack alles ein! Nimm! Mhm. Oh, Johnny ruft schon wieder an! Ja. Verdammt! Okay, ist leer, komm! Tavis, komm! Wo bist du? Ich komm! Wo? Oh! Oh! Das war kein Kleingeld! Wie viel hat er drin gehabt? Oh, das wiegt viel! Das sind bestimmt 30.000 Dollar. Geteilt durch 3 kriege ich 15.000. Curtis, bist du noch am Telefonieren? Nee. Okay, dann ruft Johnny dich jetzt an. Ja. Dumme, das sind 2 Stück jetzt, ne? Johnny, das kann aber eine Falle sein. Was hast du mich, Filmer? Ja, also, ja, natürlich kann er. Ich glaube aber nicht, dass das eine Falle ist, Alter. Ja, die was sind nicht du? So schlau. Die sind nicht so schlau, Mann. Tabis, fahr mal langsam hier vorbei, nur. Warum? Wir gehen rein, machen die nackig und droppen einfach nur die Ansage. Warte mal, Tabis, hast du einen Knall? Warte mal, hinter uns. Ja, hinter euch ist ein Auto, ne? Hab ich gesehen. Mhm. 3 Knarren. Das ist jetzt besser hinter dir. Das war die Laterne. Das ist ein Yardi. Was willst du? Das ist ein Yardi. Da war eine Laterne. Wo? Du bist schuld, das kostet. Ey, die BOM war eben da. Ja, die standen. Wie viele? Auf 2 Leute. Mehr. Siehst du? Mehr. Also 4, 5 bestimmt. Die sind dann irgend so, boah, Cavalcade, Brawler oder irgendwie sowas weggefahren. Ja, Cavalcade. Die weggefahren? Ja. Welche Richtung? Richtung Stadtmitte. Dann wollen die wahrscheinlich wieder hoch zu den Maxis fahren. Naja, glaube ich nicht. Suchen? Das Ding ist, ich will jetzt keine große Ballerei da machen, weil wenn, wollte ich dann nur Bescheid sagen, weißt du? Ah, top. Ja. Ja, aber die waren auf jeden Fall da. Also gehen wir weiter einklauen. einkaufen. Ja, top. Ja, dann geht mal einkaufen. Ja, und Juni, lass irgendwo treffen kurz. Aber bleib doch hier. Na, du lass lieber rechts fahren. Ich hab schon Bock auf die jetzt da, ne, Alter? Ja, aber nur weil du wieder so ein ganz nervöses Zucken hast. Wir haben gesagt, wir warten bis morgen. Ich bin nicht süchtig. Ja, wir warten jetzt schon so lange auf die, ne? Wenn ihr schnell seid, da ist, glaube ich, gerade einer, der will in die Bude gehen. Ja, dann schnell, komm. Ne, die Ansage machen. Fahr vor. Wieder so auf Dings, ne? Ohne Witz. Die kommen! Du musst lernen fahren, du dummer Hund. Autofahren ist nicht so euers, ne? Habt ihr Knarren? Ja. Ja. Brauchst du eine? Nö. Im Auto. Ah, ja, moin. Ich dachte, der wollte in die Bude gehen. Wo? Da in dem Auto, sitzt doch da. Warte, lass mich aussteigen. Lass mich aussteigen.
Hey, was für ein Jugula? Oh, das wird doch. Ja, das steht auch ein schwarzer Jugula. Okay. Oh, lass mal Auto auf und lass Motor an, Tabis. Geh mit raus. Lass Auto auf. Endlich mal vernünftiger Fahrer. Ich hab den Typen bedroht. Hab gesagt, ich hau dir die Dreads vom Kopf. Richtig so? Ja. Was hast du dem jetzt gesagt? Dass er sich von der Route, dass die sich von der Route verpissen sollen. Die haben darauf nichts mehr verloren. Dass wenn die nochmal einmal irgendein kleines Ding da in unsere Richtung machen, gehen mit dem Krieg. Und wenn die auf der Pilzroute bleiben. Oder weiterarbeiten. Danke mit Krieg? Ja. Wo ist denn der Finn und so? Finn kümmert sich gerade um den Frank. Also. Was mit Hase? Weiß ich nicht, wo der ist. Und Abo und so? Wieder sind die pennen oder fahren gerade rum? Also Max und Mo fahren rum, ne? Ja, aber die sind gerade, die hatten gerade Stress mit Cops oben im Norden. Das sind keine Profis, so wie wir. Genau. Die haben zwei weggebrettert. Ja, ja toll. Und was mit Morgan? Ne, die ist im Krankenhaus. Was soll mit Morgan sein? Willst du mich verarschen? Seid ihr noch am Tattoo? Ja, die werden morgen noch geknattert dafür, Junge. Nein, wenn die jetzt in Herbst müssen. So, ja, die sind wieder dumm, ne? Ja, ich komm gleich hoch. Die müssen auf jeden Fall morgen in Herbst. Junkie Bug, ich verstehe aber auch nicht, wenn man das vorhat, warum man dann am Vortag noch was machen muss, ne? Ja, weil den langweilig ist. Ich meine, wir haben auch was gemacht, ne? Aber wir sind zu verkraften. Hallo, ich bin voll gut. Was denn? Ich hab mich zugehört gerade. Ich kann schießen, ich kann fahren, ich kann alles machen. Mhm. Ja gut, mit der kann ich nicht fahren. Ich weiß nicht, was Mo und Welts gerade gemacht haben. Haben die Shops mit euch gemacht oder was? Die haben Shops gemacht. Alleine. Haben, ich hab gerade angerufen. Die haben Shops gemacht. Ihr habt auch gerade Shops gemacht. Ja. Auf jeden Fall wissen die jetzt Bescheid. Ja. Aber morgen kriegen die nochmal einen Gruß Bescheid. Die hier von uns. Ja. Wie viele Autos wollen die noch hier hinstellen? Alle? Ja. Ich glaube, ich würde gerne nach Hause. Gehst du schlafen? Ja. Stich besser. Super Nintendo? Super Nintendo? Kommst du auch? Ja, lass dem abklären, was nur Geld. Okay. Dann komme ich auch Super Nintendo. Hast du Bob Link? Du musst das Auto abschließen und den Motor ausmachen. Hast du dich gemault? Nö. Ey, Mann, wie geht's dir nicht Autos gut? Autos stehen zueinander. Doch. Beieinander. Okay. Warum seid ihr krüppelig? Warum läuft ihr so krüppelig? Habt ihr lange Beine? Weil wir so tun wollten, falls die Polizei kommt. Wir haben Shops gemacht. Ja. Boah, seid ihr jetzt reich? Ja. Ja. Wie viel? 60.000. Oha. Ich hab jetzt... 60.000 und eins. Eins. Lass mal den Torres. Wo fahrt ihr hin? Hoch zum Herr Hanebutt. Braucht ihr uns noch? Nee. Sicher? Yeah. Also eigentlich nicht. Wir können auch mit zum Frank mitkommen, wenn du willst, aber... Mila wollte abhauen.
Dann, ja. Und du? Ja, wenn nichts mehr geht, hau ich auch ab. Wir fahren jetzt hoch zum Hanneboot, wie gesagt. Ja, was macht denn da? Er hat einen Autounfall gehabt. Wir labern ein bisschen mit dem. Ja, wartet. Der hat den Fischer eingepackt. Vielleicht kommen nicht mehr. Willst du auch mit? Okay. Gehst du trotzdem heuer? Ja, dann geh ich heuer. Okay, bis nachher. Ja, aber wir sind zu viele dann. Ja. Nein, wir fahren mit zwei Autos. Das wird zwei von Leon. Warum fährst du jetzt bei mir mit? Warum? Ich weiß nicht. Was soll das? Ich weiß warum, Alter. Ja, warum? Ich weiß nicht. Nur so, ich mag dich nicht. Was, du bist das Allerliebste von mir. Du bist ein Schwein. Oh mein Gott. Warum fahren wir hier? Wir können alle kein Auto fahren. Nö, deswegen. Ich wollte alleine fahren, damit das niemand sieht. Und deine dreckigen zwei Augen. Was machst du? Wie fährst du Auto? Ich fahre riskant. Ich schneide mich an. Ja. Der ist im Norden, ganz oben, ne? Ja, ja. Okay, bis gleich. Mach Fenster runter, wenn du mit mir redest. F steht. Nö. Warum sind sie schneller als wir? Der war dir auf Fell gefahren. Ja, wippe doch nach vorne. Okay, warte. Geht? Ja. Ja. Wo wäre ich mal pennen gegangen? Ich beruhige es jetzt schon. Jetzt soll ich dich zurückfahren? Mhm. Oder wirklich soll ich nicht dabei sein? Doch, kannst dabei sein. Ist mir egal, es wird langweilig da oben. Wie, der hat den Fisch eingepackt? Ja, der hat mir erzählt, er hat den Fisch eingepackt und wollte gerade Kopfstreife wegrammen, hat deswegen den dicksten Unfall gebaut. Ich habe den da rausgeholt mit dem Philly, weil ich den da stehen sehen habe mit Cops. Ja. Die machen das dann mit Safe mit irgendjemand anderem, außer uns. Also die machen halt mit... Ja, die haben den jetzt eingepackt ohne uns. Die haben andere Partner jetzt. Der und soll den machen. Ja, finde ich nicht schlimm. Solange ich dafür Geld bekomme beim nächsten Mal, wenn ich den raushol. Weil das war nicht umsonst. Warum habt ihr heutigen Shops gemacht? Das macht man nicht. Weil wir Geld brauchen? Wir sind doch reich. Aha, wie viel Geld haben wir? Ich habe 270.000. Das ist nicht viel. Zum Leben reicht das. Ich zieh bei den Villa ein. Ich komm mit. Okay. Bei der Hundefinger. Wie war dein Tag heute? Mein Kopf ist kaputt, meine Nase läuft, meine Nase ist zu. Mein Kopf ist kaputt. Warum? Zu viel Information. Wie zu viel Information? Lass ab, ich will auch hören. Ja, das mit den Bombidioten-Dinger da. Okay, das ist ja Nexi ist die ganze Scheiße. Habt dieser Tucker gestern noch was erzählt? Der hat erzählt, dass ein anderer Dealer festgenommen wurde und der hat den Shepard ins Messer geliefert. Okay. Weil der eine weiße Weste brauchte. Weil der eine Werkstatt haben will. Der heißt irgendwie Luca oder Lukas oder so. Was ein Schwein. Ja. Und ich will den finden, der soll die Schulden bezahlen. Ja. Mein Geisterfahrer. Warum fährt, ja, wollte ich gerade sagen. Voll der Geisterfahrer. Und der Punk hat einen Unfall. Leute, er versucht die Karre zu rammen von den Cops, damit die wegkommen, die anderen. Und die haben den Fischer eine Knarre an den Kopf gehalten und deswegen sind die weggekommen. Und jetzt der Bild auf Dings weg. Also die Leute, die Fischer haben, die sind jetzt weg, ja. Wir müssen tanken. Nö. Durch? Elektrosteckdose. Ist doch auch tanken. Ich hab Hamster im Kofferraum, ich mach die gleich an. Und wo müssen wir hin? Nach hier. Wo können? Ob hier jemand steht. Soll ich einfach mal reinfahren? Einfach reinfahren?
Schnelle Schweine sind hier. Ich dachte, der liegt irgendwo. Was liegt der? Der hat den Dings. Ich dachte, der ist verletzt. Ja, ist er ja auch. Wir haben den ja schon rausgeholt. Aber der ist im Krankenhaus. Wäre ich mal pennen gegangen. Ja. Soll ich runterfahren? Nö. Jetzt ist gleich voll auf Drogen. Ich dachte, dann kannst du ihn so ein bisschen ärgern. Ich ärgere den nur, wenn er nüchtern ist. So nervt denn das und der vergisst das nachher. Hallo? Na, wenn. Wegen wem sind Sie hier? Wegen dem Herrn Rettler. Achso. Sind Sie Anwalt? Mhm. Ich mag Krankenhäuser nicht. Nö, ich auch nicht. Ich wäre mal schlafen gegangen. Wäre ich mal Super Nintendo. Jetzt kann ich auf jemanden warten. Wo mich nicht juckt, ob du stirbst oder nicht. Ja. Gibt es schon wieder eine Schießerei oder was? Ich hätte vorher gewusst, Alter. Oh mein... Was zum... Ich hab nichts gemacht. Du darfst nicht dahin da klettern. Ich hab nichts gemacht. Ja? Soll ich mal die Akte... Ah, da ist das so ein roter VSTR? Hm. Könntest. Ich hol mal die Akte vom Frank. Ja, Mo liegt im Busch. Und ich trage da einfach mal ein. Okay, ja, die sind raus. Okay, perfekt. Dass der Frank einen Tripper hat. Was hat der, eine Treppe? Ein Tripper. Ja, wo steht denn der Jule? Ja, wo bist du denn? Ich bin hier. Ja, gut, wir können wieder runterfahren, Jungs. Ja, wir sind jetzt Pareto oben drin. Wir fahren jetzt aber wieder runter. Ja, die bitte runter. Das ist wohl eine absolute Frechheit. Hä? Allgemein, wenn du Hilfe brauchst, brauchst du Hilfe. Dann kann man doch nicht sagen, nein. Ja, wir kommen hier, okay. Ich fahr mit Johnny. Ey, die haben den Frank rausgeworfen hier. Wer? Wie? Die Jazz war doch mit dem. Hier, ja, pass auf. Und jetzt ist irgendwo in der Westside eine Schießerei. Fahren wir dahin. Wo? Die Schießerei ist schon vorbei. Warte mal. Finn, fahr mir mal hinterher. Fahren wir hin, danke. Na, gucken wir uns mal das Spektakel an. Wo ist denn die Schießerei? Bei dem Hotel? In der Westside war dann eine Schießerei. Irgendwie. Wenn sie eine irgendjemand hatte irgendwo eine Westside. Ich weiß das doch selber nicht, wo. Achso. Irgendjemand hatte irgendwie Jan und Logan von 187. Und die 187 wollten die dann bei den Cops da irgendwie rausholen oder so ein Scheiß. Dann ja, mit einer dicken Schießerei. Jan ist irgendwie weggekommen. Jetzt liegt die 187 wohl da. Aber gegen Koppers? Ja. Ja, der Frank hat den Fischer eingepackt. Ja, warum packt er den jetzt ein? Weiß ich nicht. Ganze Plan am Arsch, ne? Eigentlich ja. Das hat er uns gerade erzählt. Wir haben den gesehen, wie der am Stadtpark in der Nähe einen Unfall hatte. Dann haben wir den Jugler geholt ohne Kennzeichen, haben den rausgeholt. Und dann hat der gesagt, dass er einen Ja, Salami, fahr mal an dem vorbei. Ja. Pass auf nicht, dass du rammst. Nee, nix ramm ich. Todeskurve. Ja, ich verstehe das auch nicht, weil normalerweise war die Idee, dass Frank eigentlich cool mit dem Fischer bleibt, weil... der den dann gut zu sich locken kann und wir können den einpacken, so. Mhm. Also angeblich wussten die noch nicht, dass der das war. Meinst du, der im Auto?
als wir den eingesammelt haben, habe ich halt geschrien, ey, Hanebutt, komm her. Ich verstehe den Bahnhof. Ich weiß auch nicht, warum die den Fisch eingesammelt haben. Alter, die nehmen fast jeden Tag irgendwelche Cops hoch, Alter. Was ist los mit denen? Ja. Haben die Langeweile, dann, Alter? Wenn wir dann mit denen was machen, werden wir hochgenommen und wir kriegen die doppelte Strafe wegen denen. Was für Affen, Alter. Die sollen sich mal eine andere Beschäftigung suchen. Das wäre ja Junge, was Junge, 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 Junge. Sollen sie bei ihrer Mütter waschen? Also gefühlt wirklich fast jeden Tag, wenn man die irgendwie... Jetzt ruft er an. Ja, aber das ist los, Startzeit Nummer 1. Ja. Lack Bushido, wie geht's? Hier ist auch schon im Zeugenschutzprogramm. Hä? Bruder, das funktioniert nicht, was du da vorhast. Oh nein, das fängt an wie die eine wahrscheinlich. Du bist so ein Honk, ne, Alter. Er will mit 187 Kiez und uns da raufgehen, Alter, du bist so behindert im Kopf. Du hast sie doch nicht mehr alle. Junge, Junge, Junge. Mach mal vielleicht noch die Yadis fragen. Ey, Junge, Junge, nee, Alter, das, du hast da ein Loch im Kopf, Alter. Das ist immer hart, ey. Ja. Boah. Wo ist der jetzt? Herzlich willkommen, Frank. Wo bist du denn jetzt? Hallo, ah da, okay, ich glaube, ich sehe das, wir sind da. Ach du heilige Scheiße. Ja. Fahr mal dahin. Ja, fahr mal dahin. Wir gucken mal. Okay, und was ist jetzt in der Sache? Wohin fährst du denn? Wohin fährst du? Bist du besoffen? Ich hab nicht gesehen, wo. Oh mein Gott. Drehen. Von uns. Ja, das ist, keine Ahnung. Die dritte rechts. Haben die denn jetzt noch als Geisel? Ja, das ist die zweite. Die, irgendwie die 187er und die Kopfschilde gegenüber rechts. Da irgendwie. Gefallen. Ah, gut. Ach du Schreck, was ist denn hier los? Wer steht sich denn hier wo? Oh, die 187 ist ganz schön am Arsch. Oh, was macht der denn da mit dem Pieder an dem Alter? Der pittet dich gleich. Guck, du mir gefallen, fahr einfach weiter, bitte. Ja, gut, okay. Hallo, okay. Wir sind Freelancer. Wo sind denn die 187 da? Über der Heli, der hätte uns was gepittet. Ja, der Heli wollte pitten. Ich glaube, der Heli wollte uns hier an so ein Seil dranhängen. Der wollte uns einfach abschleppen. Fahren wir da zum Motorrad. Zum Motorrad? Ja. Ist das der Hanebutt? Mo, was hast du? Ich glaube, das ist der... nicht. Doch, das ist der Hanebutt, oder? Doch. Meinte, keine Ahnung, dein Helmer. Ja, mach du, Chalas. Mach du Auto. Selber, Slay, direkt. Ach, haben du da. Ja, ich das Auto. Ey, wir sind neben euch, ne? Ja, ich weiß, ich sehe. Jut, bis gleich. Frank, ja. Warte, ich kann dir auch Schlüssel geben. Ach, viele Stimmen in meinem Kopf gewesen. Ich checke gar nichts, was geht ab. Nein. Du hörst auch nicht. Uns wollte der Heli gerade pitten, ne? Ist der wegen euch auf die Kreuzung runtergefahren? Ja. Ach, der Affe, Alter. Ja, wo ist denn da? Ja. Alter. Nimm. Ah, gut, da steht ein Auto. Der will jetzt nicht mit dem Motorrad die Leute da rausholen. Will er jetzt mit dem Motorrad die Leute da rausholen? Na klar, 5 Leute auf einem Motorrad. Ja, zumindest morgen, alles klar. Ja, was heißt los, lass mich raus. Ich geh zu den anderen. Fahr auch hin und hol so viel raus, wie es geht. Ich? Ja, wer sonst? Ein Auto. Ja, tschüss. Keine gute Idee, Bro. Was machst du jetzt? Junge, wenn der Chef sagt, du machst das, dann machst du das. Bruder, das ist aber Selbstmordkommando, nicht mehr für mich. Der Chef hat gesagt, du machst das. Alter, fahr jetzt dahin, du Affe! Da kommen noch mehr Koffer. Wer kann mit denn da? Du Affe! Du Monkey! Was fahren die hier nicht für auch? Nein, wir nicht einmischeln. Nein, für eine Ruhe. Nein, ich will zugucken. Zwei mischen. Komm, wir bleiben hier oben in der Ecke stehen, dann können wir wenigstens sehen. Ja, stimmt. Wie die gleich wegballern. Ja, dann fahr zur Ecke. Fahr einen hinter uns, dann siehst hinter du doch uns, wie... Hinter uns an der Ecke da. Wie sollen die da rausholen? Nee, das ist gar nicht Chrom, ne? Das ist davor noch. Das ist ja so ein Anthrazit-Scheiß. Ja, Mann. Ah, geblüstet. Hab nicht in die Schule aufgepasst. Ich bin auch kein Farbenprofi.
Hat er einen Elektromotor, Alter? Was war das denn? Hallo? Wo ist der Heli hin? Leute, die haben den. Okay, ihr wisst ja gar nicht, das Witzigste ist, die haben ihn ja nicht mal. Die haben nur die Leute drumherum, die haben ihn noch nicht mal erwischt. Die wissen nicht mal, wo er ist. Wo wer ist? Da hat er den noch, oder was? Ja. Perfekt. Aber es ist viel zu heiß, weiterzumachen. Das macht auch keinen Sinn, diesen Ding. Ja, aber wissen jetzt, seid ihr das wart? Noch oder seid ihr ihn los? Was? Okay, sehr gut. Oh. Ah, ich verstehe nicht, was los ist hier, ne? Oh. Ja, ist das auf meinem Dach? Ich hol den Helikopter. Ja, ja, der landet da wieder auf der Kreuzung. Wo seid ihr denn, Davis? Die wollen vermuten, dass ich versucht habe, dass ich sie absichtlich gerammt habe, um zu verschleiern. So ein Quatsch, Alter. Das ist aber kein Heli-Landeplatz, ich rufe die Bullen. Kein Plan. Außer der ist in der WhatsApp-Gruppe. Meinst du, der hat den Heli in einem Monat verdient? Unsere Leute sind alle raus, aber Logan und die ganzen 187er werden gerade festgenommen, weil die versucht haben, die rauszuholen. Aber der war ja nie bei ihnen, weißt du? Wenn die sich rausreden, reden sie sich raus. Ey, da war keiner mehr. Hey, na, Süße. Küssen. Oberkörper frei. Haben die die schon weggebracht? Warte, ich geh mal da wieder rüber. Danke fürs Mitnehmen. $50, ne? Nächstes Mal. Warte, kriegst du. Ach ne, ich hab kein Bargeld dabei, scheiße, ja, sorry. Ja, merk ich mir. Kriegst du die Karte nochmal, kriegst du morgen geschenkt. Nee. Okay, du kriegst einen Burger, doch. Nein. Ich drück ihn dir gegen die Scheibe, nimm ihn oder lass geil, es. Geil, mach ich mal den Mund auf. Oh, geil. Er hat einen Burger inhaliert. Also keine Chance, sagst du? Das heißt, sie sind im Krankenhaus. Schaut mal Richtung Krankenhaus. Wunderschön, kann der man checkt helfen. Das nicht mal, ne? Der die Level hält uns. Ich helfe mal nicht. Grüße. Nee, uns kann man nicht mehr helfen, wir sind schon verloren. Ah, ich kenne das. Aber trotzdem noch schönen Abend. Ich küsse dich, mach gut. Gut aufs Auge. Der Chat, Baby. Der hat das nicht gescheckt, dass ein Bullenauto nicht nee. Stand ist. Pass auf, gestern war auch der Hammer. Und da steht der, ich glaube, das ist der Travis da von Iadis, ne? Steht der neben mich. Mit einer Border Patrol Auto. Und wir standen da bei der 44 direkt da vorne, ne, bei den Projects. Und da war alles voller Cops. Und vor uns steht einfach so ein Auto, ne? Und ich sag, Kollege, was ist los mit dir? Da vorne jetzt steht gerade eine Bullenkarre, ne? Was machst du? Der guckt den so an. Oh, Scheiße. Kannst du mich aufklären, was genau jetzt passiert ist? Also, ja, angeblich den Fischer. Die haben den Fischer, haben den aber nicht erwischt, die Cops. Das heißt, die haben den noch. Und die 187-Leute wurden jetzt da gerade, wie es aussieht, alle festgenommen. Aber war der Logan nicht gestern bei uns, meinte, die ficken das FAB jetzt? Wahrscheinlich auch nicht. Wir haben den Spieß jetzt umgedreht. Ruf den nochmal an und sag mal, wie war das nochmal mit dem FAB ficken? Mach mal. Soll ich den mal anrufen und sagen, ja, das sind ganz mal. Viele Cops? Steht verloren auf der Straße, alles klar? Bei Puppe! Ich rufe mal. Oh, da hat hier so ein. Ja, hier kannst du nirgends mehr parken. Park einfach hier. Ja, ohne Brücke kannst du doch parken. Da geh nicht am Telefon. Was will denn Findus? Was hast du? Ah, ja, gut, okay. Ja, jo. Am Krankenhaus. Der Frank und den anderen. Komm, geh mal rein. Guck mal. Was? Tach, tach. Ach, tach. Was denn hier los? Hallo, Helmut. Tschüss, Helmut. Wieder gefahren gerade, ne? Ich hab'n. Danke. Ja. Der Frank ist gerade wieder gefahren. Tag. Aber hier sind noch welche. Was geht's? Aber die sind gerade eingestiegen und wieder gefahren. Ja.
dann haben die Pech. Grüße. Grüße. Hallo. Geht's euch? Ja, mir geht's gut, denn selbst? Seid ihr von den 187, ne? Ich bin von der 187, ja. Was ist denn Logan? Ich hab den gerade nicht erreicht. Ich glaube, die wurden festgenommen. Von wem ist denn die Frau da? Und wer bist du? Ich bin Eiler. Was? Eiler. Achso, ich hab echt gerade was anderes verstanden. Alles gut. Ich bin Eiler, hab ich verstanden. Ja, ich auch. Wieso nicht? Passt doch. Ja, so groß bist du noch nicht. Ah, Mensch. Man sagt ja immer, Gott ist groß. Also müssen wir keinen rausholen? Was? Rausholen. Du bist schon angemeldet. Wenn ihr die rausholen wollt, könnt ihr gerne rausholen. Ich weiß gerade nicht genau, wo die sind. Ich glaube, hier vorne Die wurden gerade festgenommen. In der Westside. Ja, wenn ihr Bock habt, die rauszuholen, bin ich dabei. Why not? Ja, aus dem PD kannst du die nicht rausholen. Ja, aber ich denke mal, die werden erstmal ins Krankenhaus geliefert. Deshalb sind wir hier. Okay, habt ihr auch einen Plan? Nö. Aber wir haben ja schon oft mitbekommen, dass du einfach rauslaufen kannst. Im Endeffekt musst du nur Wechselklamotten für deine Leute holen. Ich hab schon Wechselklamotten geholt tatsächlich, dafür ist die Tasche da. Aber ich weiß ja nicht, wie viele hier sind, ich habe auch nicht unendlich Wechselklamotten parat gehabt. Also, ich glaube, das waren so. Ich hab ein, zwei T-Shirts. Okay. Mit mir mitkommen, bitte. Danke, okay. Oh, komm. Aschenbecher! Ich bin im Krankenhaus. Okay, jo, bis gleich. Ich geb's weiter. Mir hat das gerade gesagt. Was? Was los? Curtis. Gar kein Kopf dafür gerade. Gar kein Kopf. Ach, hey, beruhig dich, Du hast Allah bei dir. Aschenbecher! Ich weiß nicht, was ich bei mir habe. Kannst du bitte den Verkehrsunfall anfangen? Ah, gut, ich komme ja mit, deswegen. Mich interessiert sich auch nicht. Okay, ja. Ich will einfach mal gucken, ob ich jemanden erreiche. Ich gehe auf Toilette und wenn dann. Jetzt ruft er auch schon an. Warum läuft die Frau die ganze Zeit gegen die Tür? Im Blick. Hallo? Die ist nicht KL, Luca. Ja, Mann. Okay. Da ist auch der Anwalt vom Kiez. Alles klar. Naja. Weil die sind gerade gefahren. Die anderen sind hier gerade am Krankenhaus. Ich will gucken, dass ich den anderen helfen kann. Was denn? Okay. Warum ja, der Kopf nicht mit dem Dullihut auf? Okay, ich bin gleich wieder da. Keine Ahnung. Ja. Was machen wir jetzt hier? Keine Ahnung. Macht sogar keinen. Egal, was wir machen, das ergibt alles keinen Sinn. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum wir hier reingegangen sind, obwohl der Frank wieder gefahren ist. Wir sind Schaulustige. Ja. Action, ja. Guck mal, Tyrese läuft einfach rum. Johnny ist gerade auch einfach mitgegangen. Der Tyrese ist gerade gleich im Besen. Nicht da vorne, der Anwalt von den Kiezwagen. Ja. Soll ich mal anrufen? Ja, nicht anrufen, lass mal hingehen. Achso. Komm mit. Dankeschön. Einzahlen. Hallo. Zum EMS kurz Schluss. Ja. Ich will jetzt auch aufrichtig tun. Ich will das Auto. Kürze, das jetzt auch aufrichtig tun. Was denn? Ja, alle telefonieren, lass auch telefonieren. Achso, ja, anrufen? Nee, wir. Weiß ich nicht. Bei uns ist alles gut, wir sind noch schaulustig. Hallo? Boah, wir sind so wichtig. Können wir das auch ein bisschen rumlaufen, damit wir richtig tun? Nö. Ich Arschloch. Ja. Da guck ich hier hin. Buh. Hallo? 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 Was gibt's denn da zu gucken? Nichts. Ich guck mir hier ein bisschen die Straße an. Ist die Straße gefährlich? Ja, ich kenne das. Das ist halt schwierig. Kann ich nicht zu sagen. Ich aber. Echt? Und? Ist sie gefährlich? Nein, die sieht gut aus. Okay, perfekt. Sind Sie eine Polizei, Mann? Eventuell. Okay. Ich bin auch bei der Polizei. Echt? Ja, so ähnlich. Okay. Hab schon mal einen Verbrecher festgenommen. Ja, das ist immer gut. Aber ich habe keinen Finderlohn bekommen.
Echt? Okay. Mhm. Hm. Das ist natürlich blöd. Dann können sie ja jetzt meinen Job übernehmen und quasi, wenn sie einen Verbrecher sehen, den festnehmen und zum PD schon mal verbringen. Soll ich jetzt jemanden festnehmen? Nee, nein, nein. Sie sollen nur darauf achten, dass es den Menschen auf den Straßen gut geht. Okay. Da kommt ein Verbrecher. Also, warum zeigst du auf mich? Du bist ein Verbrecher. Warum bin ich denn ein Verbrecher? Du warst gerade auf Klon, hast du nicht eine gewaschen. Du hast mir den Style geklaut. Halt die Klappe, du hast meinen Style geklaut. Nein, du hast meinen Style geklaut. Du hast meinen geklaut. Okay, die Streitereien könnt ihr bitte weiter da vorne klären, ja? Ich möchte eine Anzeige schreiben. Ich möchte auch eine Anzeige schreiben. Ja, das ist jetzt gerade schlecht. Warum? Ja, weil wir in einem Einsatz sind. Was für ein Einsatz? Sehen Sie doch, oder? Hier stehen ganz viele Polizeifahrzeuge. Solange das kein Zweisatz ist, ist es ja okay. Ja. Aber hier stehen immer viele Polizeiautos. Ja, aber nicht so viele. Gut, ich muss mich jetzt auch wieder ein bisschen konzentrieren. Okay, wir sind ruhig. Nee, von mir aus könnt ihr auch am besten einmal gehen. Nicht, dass euch noch was passiert. Dürfen wir Praktikanten sein? Nichts. Wir haben das, Schutzwesten. Das müsst ihr nicht mit mir abklären. Okay, wir passen auf. Pass auf, dass keiner nee, guckt. Nee, dann gucken Sie mal auf der anderen Seite. Vielleicht kann mich die Kollegen nicht konzentrieren. Gebrauchen. Ja. Könnt ihr es auf 11 Uhr, verdächtige Person. Okay. Mit Afro. Okay. Der sieht gefährlich aus. Hallo, Jungs. Bitte. Ruhe, wir müssen uns konzentrieren. Ja. Ich achte mit auf... Ruhe. Mann. Könnt ihr bitte... Da, guck könnt da, der Typ so mit dem Afro. Sein und, der Typ mit dem Afro, der verfolgt einen Polizisten. Könnt ihr, das könnt sieht ihr sehr falsch. Pfeifo! Ich geh den verhaften. Danke. Ich komm gleich wieder. Praktikum. Nimm mal die Arme hoch und dann lauf zu der Polizeifrau da vorne. Okay. Sag, sie ergeben sich. Genau. Benimm dich fest, nimm mal die Arme hoch. Ich zeig mit den nackten Finger auf den als Waffe. Ich hab zwei Waffen dabei, ne? Mach das nur. Ich auch. Soll der Foul da vorne? Sie sind vorläufig festgenommen und sie haben keine Rechte und Anwalt gibt's Jungs, auch nicht. Jungs. Ja? So, der Herr, ihr dürft jetzt alle drei bitte einmal gehen. Nee, wohin? Ich dachte, ich bin festgenommen von den Praktikanten. Weg von hier am besten. Warum? So. Das ist ein Krankenhaus und ich habe eine Verletzung im Kopf. Und der typ hat auch eine Verletzung. Der hat auch eine Verletzung. Bitte. Gisela, dein Bein ist umgedreht. Okay, der Herr, sie sind wieder frei. Okay. Aber wir haben ein Auge auf sie. Wir haben ein Auge auf sie. Wir beobachten sie. Wie eine Schlange. auch wenn ihr Style richtig turf ist, ne? Ja. Treten sonst nicht immer so unter die Augen. Genau. Okay. Merke ich mir. Jetzt verschwinde ja, Hausgebot. Ja, ich fahr jetzt ohne euch. Das ist unsere Fahrgelegenheit. Kommt, Harry, es wird auf Position. Okay. Wir müssen weiter beobachten. Nee, Jungs, ihr könnt, Ey, hab ich gesagt, dass ich ein Junge bin? Ich identifiziere mich als Seegurke. So, entweder geht ihr oder ich muss euch eine Konsequenz auftun. Warum? Das ist ein Krankenhaus, ich bin verletzt. Dann der sieht verdächtig aus. Ja, entweder geht ihr oder ich setz euch fest. Wohin? Ja, dann ist das Hinderung einer polizeilichen Maßnahme. Was denn für eine Maßnahme? Ich bin nicht wir beim Arbeitsamt. Wir sind hier gerade in einem Polizeieinsatz. Warum ist denn hier... Hier sind nur Sie. Drei. Nee. Du? So, auf drei. Eins. Ich ruf meinen Anwalt. Ich drei. Muss ins Krankenhaus. Polizei im Dienst. Taris, komm ich ins Krankenhaus. Ja, ich bin noch im Krankenhaus. Die Frau hat gesagt, wir sollen nicht ablösen. Wir dürfen nicht mehr raus. Wir dürfen nicht mehr raus. Nö, ich muss ins Krankenhaus. Was für Schgebilder. Und nimm deinen Pfoten aus meinem Gesicht. Warum waren Sie denn im Krankenhaus? Sieht man doch, ich hab Schmerzen. Nee, warte. Ich komme jetzt wieder raus. Taris, du musst mich stützen. Ja, ich bin seine Begleitperson. Sie kommen nicht ohne Ausweis rein. Nein, Herr Kiesel, dann muss man Ausweise, sonst werden Sie festgenommen. Ja, dann sag das doch sofort. Was rastest du direkt aus? Ja, richtig. Okay, danke schön. Tschüss. Was bist denn du so nervös? Ihr Schwachköpfe, zeig das Ausweis. Wer bekommt denn den Ausweis? Wer bekommt den Ausweis? Sie bekommen bitte schön. Was bist du was so am Zittern? Hier, ich bin die Begleitperson. Der muss mich stützen, sonst fällt ich hin. Genau, Begleitperson.
Ja, Sie warten bitte hier vor der Haustür. Der muss mich rauskommen. Was für ein Dreckschuppen kommt. Ne, dann gehen wir in den Neuen ins Krankenhaus. Meine Fresse. Wofür bin ich krankenversichert? Verdammt nochmal. Ja. So, wir müssen los. Bis dann, ja. Sabrina. Ja, tschüss. Tschüss, Sabrina. Also, machen Sie es gut. Toll, unser Auto fährt weg. Hast du gepupst und machst jetzt den Pups weg? Scheiße, Alter, das, warum sagst du wir das? Wir sind hier Security, bitte verlassen das Gelände. Wir sind in einer polizeilichen Maßnahme. Sie haben keine Socken an, bitte entfernen Sie sich vom Gebäude. Ja, damit, die entsprechen das ist, nicht im Dresscode. Das ist zur Tarnung, damit der Furzgeruch nicht aufkommt. Nein, das ist wirklich so, die Polizei hat gesagt, du musst gehen. Ja. Und gehen und fragen nach. Er ist der Broker jetzt. Ja, ich war doch meine beste Freundin, ne? Klatscht das, Junge. Ja, wirklich. Aber kein Beifall. Geil. Ich steh auf du hättest ihn fest, ich beiß den. Ey, du bist hübsch. Du bist hübsch, komm mal. Der fasst dich einfach an. Sexuelle Belästigung. Nee. Ich geb dir jetzt eine Ohrfeige. Ey, hör mal. Das ist aber unfreundlich. Ich hab doch gesagt, ich stehe da drauf. Damit tust du mir einen Gefallen. Könntest du was machen, mal. Ich bin mit der Gesamtsituation überfordert. Ich auch. Lauf weg. Scheiße. Scheiße. Ja, gut. Ich hab mein Ziel erreicht, würde ich sagen. Wer ist das Dreckschwein da vorne? Scheiße. Nix auf. Mach das doch nicht. Das ist noch Motorrad. Warte. Nein, beim Motorrad ist die Tür zu. Die ist auch zu. Aber ich will den nicht weg. Ja, dann gehen wir wieder hin. Ja. Oh, wir sind Security. Der Phil ruft an, warte mal. Ja, die sollen uns abholen dann. Ja, bitte. Alles klar, super, danke dir. Grüßi. Der Neon steht noch hier, da vorne auf der Gegenüber auf der Straße. Aber ich hab keinen Schlüssel bei. Fand er sich jetzt lustig mit dem Muckel, der Huren. Komm, wo ist denn der? Ich hab auch keinen Schlüssel dabei, da vorne steht der. Der ruft den an, sagt, wir haben keinen Schlüssel. Okay, einen Moment. Bitte. Könnten Sie uns vielleicht einen ganz, ganz klitzekleinen, mega kleinen Gefallen tun? Wir haben keinen Schlüssel. Herr Curtis hat seinen Schlüssel wieder verbummelt. Ja. Dankeschön. Ja, Ausweis zeigen und dann können Sie reingehen, ja. Ja, okay. Warum muss aber man seinen Ausweis zeigen, wenn man auch. Es kann aber im Moment dauern, weil es aktuell ein bisschen belegt ist. Mhm. Warum sollte man seinen Ausweis zeigen müssen? Ja, okay. Hier, bitteschön. Der will ja allgemeine Personenkontrolle mitmachen. Oh, danke schön, Herr Kollege. Ja. Okay. Das ist jetzt meiner. Sekunde eben. Und zeigen Sie mir einen Frosch. Das reicht mir auch. Tauis. Danke. Dann können Sie reingehen. Wo sind denn? Chris, wo bist du? Ja, du bist an mir vorbeigerannt. Hä? Ich war auf der Mauer. Ich bin auf der Mauer. Ach, da hinten, ich sehe dich. Wo? Da kommt Filmo. Hi. Hi, der Onkel hat doch die Schlüssel dafür, oder nicht? Für den ja, ich habe die auch am Sterling. So. Wo ist denn der Onkel? Der ist noch im Krankenhaus. Warte, ich gebe dir einfach meinen Schlüssel. Oh, ich glaube, da kommt Jax. Soll ich ihn abstechen? Nein? Okay. Was geht? Was macht ihr hier? Na gar nichts, mal der. Das ist so ein Bastard. Da hast du. Da. Gut. Komm. Oh. Ich hab gedacht, Rotkopf.
Schmerz hat's mehr. Können ruhig näher kommen. Wir sind das magische Duo. Gentlemen. Achten Sie drauf, wir sind das magische Duo. Die Hände runternehmen. Wenn ich die Hände runternehme, nimmt er auch die Hände runter. Achten Sie drauf. Okay. Wenn ich wieder hochnehmen. Respekt. Nicht schlecht, muss irgendwie eine Verbindung sein zwischen ihnen, ne? Ja. Ja. Sieht man an der Kleidung. Nicht schlecht. Wir sind Drillinge. Super. Aber den einen können nur wir sehen. Okay, alles klar. Gut. Müssen Sie rein, oder? Ja, aber ich habe keinen Ausweis bei. Aber ich heiße Philippe. Boom. Ja, dann kann ich Sie leider auch nicht durchlassen. Aber ich muss ganz dringend. Worum geht's denn? Meine Nase läuft. Ihre Nase läuft, ja. Dann gehen Sie zur Apotheke und holen sich da was. Nein, ja, die aber einer muss wieder fangen. Beine bekommen. Da ist so ein Machen drin. Rein, mein Onkel ist gerade okay. Dran, der ist, glaube ich, gerade in Behandlung. Okay. Darf ich? Nee. Ah, gut, perfekt, Quark. Danke. Tut mir leid. Regnet es? Es fängt an zu regnen. Weiß ich nicht, bin ziemlich gut eingepackt. Fühl dir mal. Jo. Jetzt hat's aufgehört. Naja. Na gut, wenn es nicht so dringend ist, würde ich es bitten, ein bisschen Absatz zu warten, bis hier der Einsatz beendet ist. Okay? Was denn für ein Einsatz? Von die Ecke, wo sie gerade herkamen zum Beispiel oder so. Da ist ein Einsatz? Okay? Ja. Sieht man doch bestimmt auch, oder? Hallo, Einsatz? Nö, warum? Hier sind immer viele Polizeimänner, ne? Weiß keiner. Weil ihr Angst habt. Alles klar. Ich stelle mich mal darüber, ich würde sie bitten, wie gesagt, ein bisschen Absatz zu warten. Mach doch. Wenn es nicht so ringt ist, ja? Wir sind die Security hier. Was er sich einbildet, der Kerl. Was denkt er, wenn er ist mit der Luftpumpe? Der Schuh Schasalen. Meinst du, ich treffe den? Oh, nein, nicht spucken. Daneben, fuck. Oh, nicht spucken. Jetzt gehört, der dreht sich um. Lass umdrehen. Meinst du, guckt er noch? Warte, ich guck mal. Der ist am Handy. Nicht spucken. Jetzt kannst du vorsichtig hier vorbeilaufen. Hallo. Bottach. Dürfen wir reinfahren? Na klar. Fahren Sie durch. Fahren Sie einfach durch. Fahren Sie einfach durch. Stau auf der A42. Wir gehören zu dem SUV. Was fahrst du uns, die Arschlöcher? Kack den an, der hat keine Parkscheibe gezogen. Nein. Oh, der darf hier nicht parken. Junge. Mhm. Da will ich da raus, was meinst du, was die zu mich sagen? Ja, zeig mal Ausweis. Ja, und dann habe ich Ausweis gezeigt, was hat er dann zu mir gesagt? Ja. Die verlassen jetzt erstmal nicht mehr das Krankenhaus. Warum? Ich wollte auch hier hin. Das wollte ich auch gerne wissen. Ja, aber du bist doch draußen jetzt. Und dann bin ich zu einem anderen Typen gegangen, hab gesagt, ist hier ein hochrangiger Officer? Hat er, ich sag, der Typ will mich da vorne nicht rauslassen. Nee, du kommst jetzt raus, ist kein Problem. Was ist hier los? Junge, will er mich hier festhalten? Alter, wer? Dann bist du es nicht. Nee. Also, wir nehmen unseren Job sehr ernst. Bitte verlassen Sie die auf. Ich bin Doktor. Das war anscheinend. Hallo. Können Sie bitte die aufhören? Sie müssen leider hier verschwinden. Hier ist eine polizeiliche Arbeitsamtmaßnahme. Ja, Maske. Da mach ich mit. Ja. Ja, du bist doch der Ding in Washington. Ja, richtig. Ich komme aus Washington, da töst du. Versuch. Was habt ihr eigentlich für Pappnasen hier? Ja, aber mal wirklich. Ach, kannst du mich eine Gefallen tun? Also nicht. Hör die alle. Kannst du bitte mal einen Funkspruch machen und sagen, dass der Fischer ein Gesicht hat wie eine 10,55? das wär echt lieb. Das ist nur der Polizeicode für Verkehrsunfall. Ja, genau. Ja, der ist der Verkehrsunfall, der Typ. Kannst du das bitte machen? Ich glaube, das kommt jetzt in der aktuellen Situation nicht. Ist egal. Sag Grüße vom Trulov, ist kein Problem. Vom Trulov? Ja. Herr Washington? Wahre Liebe. Was ist denn schon wieder passiert? Was ist passiert? Was ist schon wieder passiert? Da kann ich keine genauen Auskünfte drüber geben. Ja, aber ich kann Ihnen genau Auskünfte geben, aber für Entgelt. Ja, warum weißt du denn so? Ich weiß alles. Oh, ja, wir haben echt raus. Nö, erst Geld. Ist das Erpressung jetzt? Ja, nein, das ist ein Tauschhandel. Das ist ein Kauf von Informationen. Genau, ich verrate jeden. Ich auch, ich habe heute nicht gefrühstückt. $50 bitte. Der Max hier? Der Terry ist eingekackt. Der Max wäscht dich nicht. Du kleiner Hurenbock. Ey! Oha, was? Vorsichtig. Entschuldigung, ich ging das Auto. Kann ich einsteigen? Können Sie bitte aufschließen? Ich komm rüber. Nee. Den Herr Washington. Der hat mich angegriffen. Was wollen Sie wissen? Oh mein Fragen Gott, ich bin überfahren. Doch nicht Spaß. Oh, ei. Warum hier die Einsätze sind?
Ja, weil der Herr Fischer nämlich. Übrigens verpasst, der Herr Fischer wurde als Geisel genommen. Ja. Aber wissen Sie das denn? Ja, ich weiß alles. Und ich weiß auch, wer den als Geisel genommen hat. Oh ja. Wenn der, hier ganz links. Oh doch. Ich weiß beweisen auch, wir das. Das ist doch nicht meine Oma auf jeden Fall. Was zahlst du denn dafür? Ich hab 300 Dollar. Kontrolliere den. Der ist links grün, von uns. Der hat immer Drogen dabei. Was hab ich dabei? Und der Hund hat immer auch voll. Das ist ein kriminelles Schwein. Untersuchen Sie den Kriminellen. Ja, ja. Ich kenne sogar jemanden auf dem Schwarzmarkt, der versucht, momentan einen Ausweis von der Polizei zu verkaufen. Mit dem IAA. Nein. Doch. Doch. IAA. Der versucht, das zu verkaufen. IAA. Und ich könnte den in eine dunkle Ecke locken. Ist das so? Mhm. Ja. Aber ich brauche Geld. Ich habe nämlich bald nur mein eigenes Geschäft. Ja, dann da würde ich doch mal drauf zurückkommen. Ich weiß auch von Leuten, die das verkaufen wollen, die haben Schutzwesteln. Oh, so wie ihr? Wir haben keine Schutzwesteln. Das sind Arbeitswesteln. Das sind Arbeitswesteln. Was arbeitet ihr denn? Parkwächter. In Waschstraße bald. Parkwächter. Ich bin professioneller Popler. Deswegen hat er die Nase immer so hoch oben. Ich bin Doktor. Ja. Bisschen hochnäsig, oder? Bin halt hochgerutscht. Ich hab da zu oft drin rumgebohrt. Ja, wenn du dann zu weit oben bist, lässt du die Reifen in Ruhe da? Doch. Ich geb Gas. Okay, dann nicht. Meine Finger sind zu schön, Handmodel. Grüße da oben. Mach mal auf jetzt. Ja, fahren Sie mit dem Journey los. Nee, ich fahr jetzt mal alleine los. Ich Warte mal. Dann mach wenigstens einmal kurz den Funkcode einmal, ja? Dass der Fischer eine 1055 ist. Danke. Ja, richtig aus. Und sag deinen Kollegen, die sollen mal zurückwinken, die unfreundlichen Schweine. Ich will das hören. Komm. Das sind doch keine Maskottchen da oben, die passen auf. Ja, ich wink den. Jetzt sind die da hochgekommen. Okay. Sind geflogen. Die haben einen Plattenreifen. Was vorne? Was soll ich machen? Platte. Hingehen und dann mit dem Fingernagel so. Das sagt sich. Oh oh. Der fährt los. Oh oh. Aua, mein Fuß! Aua! Aua! Ich hab mir den Nagel eingerissen. Warum blinken die nicht zurück, die Arschlöcher hier? Oh, das ist ein Mädchen. Warte, die ist von der United. Hier sind ganz schön viele Menschen, glaube ich. Alter, wie die direkt ziehen, guck mal, die da oben. Wo? Ja, da oben auf dem Dach. Ach, das sind Leute. Was? Mein Gott, da oben auf dem Dach, Junge. Mach doch mal die Augen auf. Mach noch 5 Schritte hinter mir und du fängst ja eine. Uff, macht er mich nervös. Das ist ein Helimann, ja. Ja. Ja, genau, der. Der Helikopter. Der zielt mir Waffen. Ich geh jetzt nach Hause schlafen. Wie? Da komm ich mit, ich mach noch die Tempo an. Tschüss. Ja, tschüss. Ich muss weg hier von hier. Ja, hab ich selber einen von. Ja. Seid ihr Mädchens? Ja. Bist du ein Mädchen? Ja. Wo ist das Auto, du bist gefahren? Gib dir Max. Rechts von uns, ganz hinten. Max nicht die okay, wir gehen pennen, ne? Tschüss. Der Max ist ein Triebtäter. Kommt da jetzt. Kann wir sollte bei uns pennen? Ja, bitte. Willst du heute Boden schlafen? Du malst mich aber nicht wieder an. Mm-mm. Und du machst keine Fotos von mir beim Schlafen. Kannst du mir das versprechen? Ja. Mach mal Indianerschuhe. Entschuldigung! Hey. Sag mal! Entschuldigung! Gar nichts gewesen. Das war doch gar nichts. Sieht das aus wie ein. Ja, schreiben Sie sich mein Nummernschild auf und schicken Sie die Rechnung in meinen Namen. Okay. Olaf. Genau. Wie hast du denn mit dir? Na sicher. Du bist ja schon gemein. Ja, ich verpetze auch hier jetzt. Ich brauch Geld. Ich habe nämlich eine Waschstraße. Ich krieg nur Geld von dir. Willst du arbeiten da? Was muss ich denn da machen? Purzeln.
Das ist meine Waschanlage hier. Aber wie muss ich denn putzen? Autos. Muss ich aber Spülmittel selber mitbringen? Nö, haben wir im Lager. Hast du da? Noch nicht. Ey, die ist ja aber nackig. Hier, ja, bekommen nur Geräte. Ist ja gar nichts drin. Toaster und so. Toaster? Ja. Mach. Irgendwie musst du das Auto trocknen. Da kann man eine Heißluftföhn nehmen und ganz auf den Lack halten. Hm. Ja, oder nicht? Na, hör mal. Wer ist der denn jetzt da? Ist das John? Ich glaube schon. Nein, das ist nicht John. Fahr mal vorbei, ich schreibe mal besser John. Bist du John? John? Sondern? Jason? Wer ist Jason? Bestimmt der Keller. Was machst du denn da? Nichts passiert. Alles gut, alles gut. Ich kann das Auto nicht fahren. Ich merke das schon. Weißt du, warum der Jifka die Karre da vorne fährt? Weil der dumm ist. Ich wohne hier, komm. Aber wenn du mich anmalst, ne? Nein, ich mal dich nicht an. Ich färbe nicht deine Haare. Ist die Couch frisch bezogen? Ja. Gut. Gute Nacht. Krieg ich auch noch ein paar Dinger auf? Komm jetzt rein. Ja. Wir gehen aber auch keine Geste mehr spielen. Die Mila ist schon im Bett, soweit ich weiß. Aua. 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 Chat, seid ihr müde? Macht ihr schon heier? Doch, ihr seid müde. Ich pfeife mir jetzt Vic Medi Night rein und dann gehe ich pennen. Ah. Senseless Pain, dankeschön für den Prime 10. Noch Pyro, danke für den Prime 18. Fletcher, danke für den Wisdom 21. Basti, danke für den Prime 19. Der Jute Spoon, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs, Mann. Dankeschön. Shelly, danke für den Wisdom 5. Zensiert, danke für den Prime 23. Liebe geht raus. Biohazard, dankeschön für den Stufe 2 Resub im 2. Danke. Mehmet ist, glaube ich, schon pennen. Trotzdem Dankeschön, Mehmet, für den Resub 31. Rest hatten wir. Morgen mal loch und immer müde. Ja, Mann. Für ein Lied, Alter. Lasst mich mal gucken, wer noch da ist. Ach, der Benson ist bestimmt am Stream, ne? Der stand doch gerade in meinem PV und sah, der ist online. Ich schicke euch zu Benson. Macht da ein bisschen Liebe, Kussi-Kussi und so. Ich bedanke mich recht herzlich für den ganzen Support. Wir sehen uns nachher wieder. Und lasst euch nicht anquatschen. Gute Nacht. So, ab in eine Raid-Pommes hier. Nix Nachtschicht mehr heute nicht. Was ist das für ein Lied, Junge? Und seid lieb zum Juten Benson. Das ist ein ganz lieber. Wunderschöne gute Nacht, schlaft alle gut. Wer pennen geht, wer nicht, lieb sein. Okay? Dann zeigt mir nochmal den Diplo, dann weiß ich, dass ich auf Raiden klicken kann. Gute Nacht. Tschüss.